Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu Brainflix, dem Podcast über Psychologie im Film. Ich bin Christiane und mit mir ist natürlich wieder hier mein Mann, der Julius. Hallo. Heute haben wir uns einen Film von Lars von Trier rausgesucht, nämlich Melancholia. Und passend dazu werden wir heute einiges über die Depression besprechen. Vorher aber, wie immer, was haben wir zuletzt gesehen? Da wollen wir euch einfach ein paar Einblicke geben in die Filme, die wir uns zuletzt angeschaut haben und ob wir die empfehlen können oder nicht. Dann folgt die Filmbesprechung und Analyse zu Melancholia. Dann einige Informationen zu Depressionen, sprich zur Symptomatik, zu Entstehungstheorien und zur Therapie. Und dann am Ende, wie immer, eine Studie. Da wird es um einen bestimmten Aspekt der Depression gehen, nämlich um die selbstbezogene Aufmerksamkeit. Und zum Schluss das Wissenschaftslexikon, da werde ich ein bisschen was über Gütekriterien psychologischer Testverfahren erzählen. Und ihr hört es ja vielleicht, ich bin heute mal wieder krank, mal wieder. Ja, ich hoffe, ich bin trotzdem einigermaßen auf der Höhe und kann euch das alles so schön erklären, wie ich mir das hier alles aufgeschrieben habe. Naja, aber zunächst einmal wird Julius, glaube ich, das meiste erzählen und ich kann meine Stimme ein bisschen schonen. Ja, das hoffe ich doch. Naja, gut. Dann wollen wir mal anfangen. Julius, was hast du denn zuletzt gesehen? Also, wir haben ja gestern zusammen einen Film geschaut, der hieß Thelma. Das ist ein norwegischer Film. Ja. Und ja, das ist halt, also man kann den so vergleichen mit, also wie habe ich das gelesen, auf dem Filmplakat stand eine Mischung aus Blau ist eine warme Farbe und Carrie. Also diese Stephen King-Verfilmung. Ja. Ja, kann man so ein bisschen vergleichen damit, aber ich fand den eher so, also du hast ja verglichen mit Donnie Darko, oder? Nee, das habe ich gelesen, dass man das so nennt. Also ich würde sagen, das ist wie Raw, nur ohne das Fleisch. So habe ich mir das gedacht. Ja, so ähnlich war der auch, genau, dieser französische Film Raw. Oder wie, wie hieß nochmal der mit dem kleinen Monster? Mit dem kleinen Monster? Ach hier, der deutsche Film, Der Nachtmahr. Ja, wie Der Nachtmahr, nur ohne den Nachtmahr. Okay. Ja, also von der Stimmung her schon, genau. Ja, es ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte über ein Mädchen, das auch ja, neu auf eine Universität, glaube ich, kommt. Ja, in Oslo. Und dann bemerkt sie, dass sie, oder ja, sie bekommt dann so eine Art epileptische Anfälle und wird auch untersucht, aber irgendwie kann nicht so wirklich gefunden werden, woran das liegt. Und ihr wird dann gesagt, das sind psychogene Anfälle, das heißt psychisch hervorgerufen, ohne dass da wirklich was im Hirn erkennbar ist. Und sie merkt, dass sie bestimmte Fähigkeiten hat, die offenbar mit diesen Anfällen verknüpft sind. Genau, und ja, mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Ja. Wie fandest du den denn, Christian? Ja, mir hat der ziemlich gut gefallen, weil da einige Sachen so angerissen wurden, gerade hinsichtlich, ne, wie ich gerade gesagt habe, psychogenen Anfällen und Hysterie, und man da auch gesehen hat in einer Szene, wo sie dann so ein bisschen recherchiert hat zu dem Thema, weil sie auch mehr erfahren wollte darüber, dass da einige ja sehr historische Bilder und ja, Theorien angerissen wurden, die halt in unserer Psychiatrie-Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Und das hat mir sehr gefallen, weil das ein sehr interessantes Thema ist, was so die Geschichte der Psychiatrie und Psychologie angeht. Also wenn ich da sowas sage wie Charcot, der in Paris eine Studie gemacht hat mit Hysterikerinnen und so weiter, das wurde da so angerissen. Das hat mir sehr gefallen. Aber davon mal abgesehen, ist es auch einfach eine coole Coming-of-Age-Geschichte, fand ich. Also ich habe da eher diese Coming-of-Age-Geschichte gesehen oder halt dieses Übernatürliche, was da stattgefunden hat. Und das fand ich auch sehr spannend inszeniert. Also sie hat ja irgendwann auch eine Fähigkeit entwickelt. Ich möchte das nicht verraten natürlich, aber das fand ich dann schon ganz spannend, wie das auch so inszeniert wurde. Ja. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Genau. Auch wenn man mal so ein bisschen weg von diesen amerikanischen Filmen gehen möchte und mal schönen europäischen Film, also genau gesagt norwegischen Film schauen möchte. Ich habe auch noch, also ehrlich gesagt, noch nicht so oft norwegische Filme geschaut. Darum war das auch mal interessant, so einen zu sehen. Ja.
Okay. Gut. Dann, was haben wir denn noch geschaut? Am Strand haben wir noch geschaut. Genau, Am Strand, das ist eine Ian McEwan-Verfilmung, also dieser bekannte Schriftsteller, mit Saoirse Ronan und ein Darsteller, den ich jetzt nicht wirklich kannte in den Hauptrollen. Also ich kann noch mal schauen, Billy Hole heißt er. Und ja, die beiden haben die Hauptrollen gespielt in dem Film. Und es geht um eine, also das ist erstmal so, dieser Film zeigt erstmal, wie die sich kennengelernt haben und was so. Naja, der ist nicht chronologisch erzählt. Ne? Man sieht, wie sie da in diesem Hotel ankommen und man lernt so, okay, die haben offenbar gerade geheiratet und das ist jetzt irgendwie so ne, der Tag der Hochzeit und die Hochzeitsnacht, die dann stattfinden soll. Und dann wird halt in Rückblenden erzählt, wie die sich kennengelernt haben und so weiter. Genau, und irgendwann kommt es dann zu einem Ereignis, was dann sehr dramatisch ist. Also es ist so ein typisches Liebesdrama. Ich würde nicht sagen, dass es ein typisches Liebesdrama ist, weil die Problematik, die da aufgezeigt wird, nicht oft in Filmen thematisiert wird, sprich Asexualität. Das stimmt sogar, ja. Aber ich meinte jetzt so ein Drama. Also es ist schon so ein sehr bewegendes Drama. Ja. Ja. Fandst du den gut, oder? Ich fand den ganz gut, ja. Also es hätte alles noch irgendwie ein bisschen emotionaler sein können. Und ich hatte auch so meine Probleme mit der Synchronisation, aber auf Original, also wir konnten den halt nur synchronisiert schauen und die Synchronstimme von ihr war halt irgendwie ziemlich merkwürdig. Ich glaube, das war auch nicht ihre normale Synchronstimme und das war irgendwie schon ziemlich, naja, nicht so. Also es hat schon stark abgelenkt manchmal. Die hat ein bisschen billig gewirkt, die Synchro. Ja. Ja, das kann dann manchmal ganz schön stören. Ich hätte ihn ja auch dann lieber in Original geschaut. Ja, aber der Film an sich, fand ich, war eine ganz gute Erzählung. Hat mich auf jeden Fall dann auch am Schluss emotional berührt. Ja, das Ende hat mich auch berührt, ja, das stimmt. Kann man sich anschauen, wenn man auf gute Dramen steht. Ja. Ja, ich habe dann selbst noch einen Film geschaut. Also ich glaube, viele kennen den Film. Es ist eigentlich so ein Horror-Klassiker, nämlich namens Halloween von John Carpenter aus dem Jahr 1978. Und ja, in der Hauptrolle natürlich hier die Jamie Lee Curtis, die jetzt auch in dem diesjährigen Halloween-Film wieder mitgespielt hat. Und das ist natürlich der Film, mit dem alles angefangen hat, mit Michael Myers. Jeder sollte den irgendwie mal kennen oder irgendwo gesehen haben, mit dieser Maske natürlich. Ja, heutzutage funktioniert er natürlich nicht mehr so gut wie vielleicht in den 70ern, aber er ist dennoch recht unterhaltsam und mir ist auch aufgefallen, dass der Michael Myers noch nicht so übernatürlich wirkt. Also klar, der stirbt da nicht wirklich, aber der ist noch nicht so auf Splatter aus, der Film. Also der ist noch sehr bodenständig. Und der Horror ist da auch eher so diese, so auf eine einzelne Szene ist der reduziert. Und es ist wirklich nur so die letzte halbe Stunde ist dann dieses Gemetzel. Davor bahnt sich das halt sehr lange an. Also der geht auch nicht lange, der geht anderthalb Stunden. Und ja, wie gesagt, die letzte halbe Stunde ist dann wirklich so dieser Horror. Okay. Ja. Ja, ich habe den noch nicht gesehen und du weißt ja, ich bin nicht so der größte Horrorfan. Ich habe da auch irgendwie wirklich null Interesse. Also da mögen mir die Horrorfans vergeben, aber ich weiß nicht, das ist, diese ganze Story wirkt so null interessant und attraktiv für mich. Und, ja. Naja, die ganze Reihe wurde dann schon irgendwie ausgeschlachtet. Es gibt ja sonst wie viele Teile, also insgesamt mit diesen Rob Zombie-Teilen gibt es 11 Teile. Wow. Ja. Okay. Die Reihe ist wirklich sehr lang. Ich habe auch nicht alle angeschaut. Ich glaube, ich habe nur so Age 20 dann noch geschaut. Irgendeinen dazwischen, glaube ich, auch mal im Fernsehen. Also die Reihe kenne ich an sich nicht, aber ja, bei 11 Teilen kann man sich ja schon sicher sein, dass da einiges ausgeschlachtet wurde. Ja, und wie gesagt, nur der erste Teil ist von John Carpenter und er hat auch, glaube ich, damals nicht wirklich so eine Reihe sich ausgedacht. Also das war wirklich erstmal so ein einzelner Film. Der war halt damals sehr erfolgreich und darum wurden dann, wie das so üblich ist bei Horrorfilmen, dann sehr viele Fortsetzungen gedreht. Ja, und jetzt sind es halt 11 Teile. Okay. Ja, aber mehr muss ich jetzt auch nicht sagen. Also man kann sich den noch anschauen, aber
es ist natürlich noch, es ist ein ganz anderer Horror, wie man den heutzutage kennt. Hm. Er ist halt noch sehr harmlos, muss man sagen. Aber ich finde, was mir am besten gefällt an den alten Halloween-Filmen, ist der Anfang des Films. Mhm. Weil da Michael Myers gezeigt wird als Kind und mhm. man sieht es halt so, man sieht ihn selbst in der, aus der Ego-Perspektive, mhm. wie er da durchs Haus geht und dann, ich glaube, seine Schwester tötet. Und also so viel kann man auch verraten, das passiert in den ersten 5 Minuten. Mhm. Und die fand ich sehr beeindruckend, auch schon früher so als Kind, als ich den mal heimlich im Fernsehen geschaut habe. Ja. Also kann man sich anschauen, wenn man auf Horror steht. Und ich glaube, viele Horrorfans haben den eh schon geschaut. Also der gehört ja mit zu diesen Kultfilmen. Ja. Ja. Gut, was haben wir noch geschaut? Oder? Ich habe noch 2 Filme geschaut, weil ich lag ja auch schon Freitag und Samstag vegetierend auf der Couch. Da kann man ja auch kaum was Besseres machen, als Filme zu schauen. Ne? Ja, ich habe alles, was wir geben mussten, geschaut. Mhm. Da spielen echt viele bekannte Leute mit. Zum Beispiel Carey Mulligan und Andrew Garfield und Keira Knightley. Ja. Also ja, okay, so viele jetzt doch nicht. Doch, naja, sogar noch Charlotte Rampling spielt noch mit. Ich glaube sogar der Dings hier, wie heißt der nochmal, der bei Ex Machina, der Rothaarige? Ach so, ja. Der spielt auch mit. Der spielt auch mal wieder mit, der hat ja zu dieser Zeit irgendwie in jedem englischen Film gefühlt mitgespielt. Ja. Und da, also das ist quasi eine Dystopie, die da beschrieben wird. Es spielt aber in der Vergangenheit, also ich glaube in den 60ern fängt das an. Mhm. Und in dieser alternativen Realität ist es halt so wird am Anfang erzählt, dass halt die Medizin sehr weit fortgeschritten ist, also viele tödliche Krankheiten wurden einfach ausgerottet und die normale Lebenserwartung liegt bei 100 Jahren und dann wird halt gezeigt, wie das zustande kommen konnte in dieser Zeit. Mhm. Weil wir wissen ja, heutzutage Krebs ist irgendwie immer noch nicht geheilt und AIDS und was weiß ich. Und da in dieser Realität ist es halt so, dass die offenbar Leute gezielt geklont haben, die dann nur noch als Organersatzteillager zur Verfügung stehen. Und da wird halt eben sozusagen der Alltag und wie sie aufgewachsen sind, also dieser Leute, dieser Ersatzteillager quasi erzählt. Aber also was ich so ein bisschen kritisieren würde, ist, dass dieser Film sehr viel Wert legt auf die Romanze, die dort eine Rolle spielt. Das ist ja so eine Dreiecksbeziehung, ist das also zwischen Keira Knightley, Carey Mulligan und Andrew Garfield, ist das richtig? Ja, und naja, dass denen halt irgendwie die Hoffnung gemacht wird, ich finde, dieser Film hätte weitaus bewegender sein können und mehr Aussagekraft haben können, wenn man sich mehr noch auf dieses Dystopische konzentriert hätte und was das für die ganze Gesellschaft bedeutet und nicht nur so auf diese Dreiecksbeziehung nur ist jetzt auch zu viel gesagt, aber da steht halt der klare Fokus drauf und ich finde, aufgrund dessen bleibt der Film hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ich habe den ja auch damals geschaut, das ist schon extrem lange her, als ich den geschaut habe. Ich kann mich daher nur noch sehr wenig daran erinnern. Mhm. Also ich weiß halt auch noch, dass mit dieser Organspende, dass das da war, so das Thema. Und dass die auch in so ein Waisenhaus, oder es ist ja so eine Art Waisenhaus, wo die leben. Ja, kann man so nennen. Ja. Das weiß ich noch. Und also ich fand den Film auch so, auch so mittelmäßig. Der blieb jetzt bei mir nicht so lange im Gedächtnis. Darum kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr an so viele Szenen erinnern. Ja, und mir geht das halt immer so, wenn sowas aufgesponnen wird, so eine Utopie, dann will ich halt auch total viel darüber wissen. Ne? Also was ich mich halt immer gefragt habe, das ist zwar für den Film wahrscheinlich total irrelevant, aber ich dachte mir halt die ganze Zeit, was für Organe entnehmen die denn da? Offenbar gibt es da so eine feste Reihenfolge. Ja. Erst ist die Niere dran, dann vielleicht ein Lungenflügel oder so, keine Ahnung, weil man hat halt so eine Narbe so am Rippenbogen gesehen bei dem Andrew Garfield und so weiter. Und was so gezeigt wurde, ist, dass die meisten Leute, also dass es wohl vorgesehen ist, nach 4 Organentnahmen ist man sozusagen befreit. Und könnte dann ein normales Leben leben, aber naja, gut, das ist natürlich eh nicht mehr möglich, weil was will man schon großartig entnehmen? Ja. Ne, also eine Niere geht ja mal noch, ja, aber genau, daran habe ich jetzt auch gedacht. Oder ja, Lungenflügel ist ja eigentlich
Ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube nicht, dass man ganzen Lungenflügel entnehmen kann und noch weiterlebt. Also das sind halt die Fragen, die ich mich so, die ich mir so gestellt habe, weil ich wollte das halt so genau wissen. Und an einer Stelle sieht man halt, dass man, dass die, der Keira Knightley halt die komplette Leber entnehmen, wo ich denke, ja gut, danach kann sie auf keinen Fall mehr weiterleben und die stirbt ja. Also okay, ich spoiler eher, gut, das ist auch kein wirklicher Spoiler, ne? Das, also, da gibt es keine Twists oder so, das ist halt einfach die Geschichte, die dort erzählt wird. Aber da dachte ich halt so, Mann, ich will das mehr sehen, so was denen entnommen wird. Das ist halt, aber naja, da bin ich vielleicht ein bisschen komisch drauf. Ja, aber das ist ja eher so die Rahmenhandlung und diese Liebesgeschichte steht ja dann wohl eher im Fokus. Ja, genau, und ich hätte gern die Rahmenhandlung im Fokus gehabt. Ne? Ja, da, man kann sich's halt manchmal nicht aussuchen. Ja. Ja, also ist so ganz okay, aber ist jetzt kein. Naja, ich wollte eigentlich einen Science-Fiction-Film sehen. Ich habe bei Netflix einfach geguckt nach Science-Fiction-Filmen. Und das war so einer, wo ich dachte, okay, den Titel hast du schon mal gehört. Irgendwer hat mir mal davon erzählt. Und ich weiß gar nicht, ob du das warst oder sonst irgendwer, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe dir nicht davon erzählt, weil der mir ja auch nicht selber so wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Ja, und ich war dann Freitag auch nicht so. Ich wollte einfach das Erstbeste gucken, was mir so auffällt, und habe ich den halt geguckt. Und dafür war es okay, aber es ist jetzt kein Film, den ich über alle Maßen empfehlen würde. Okay. Aber die Optik ist schön. Na, so englischer Landhausstil ist ja immer ganz nett. Ja, und die Darsteller sind halt auch gut. Also, ne, wie gesagt, das sind ja alles sehr gute Schauspieler, die da mitspielen. Ja. Ja. Kann man sich halt antun, aber muss man, glaube ich, nicht. Und dann habe ich gestern noch geschaut, Young Adult von, wie heißt der, Jason Reitman, heißt der so? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber der ja Tully zuletzt gedreht hat. Der auch Tully gedreht hat mit Charlize Theron und der war ja auch wieder mit ihr. Genau. Und der hat mir ganz gut gefallen. Also da ging es eben um eine Frau, vielleicht Anfang, Mitte 30, also vielleicht so alt wie wir ungefähr, ich weiß nicht, Ich kann das Alter von Charlize Theron irgendwie nie so einschätzen. Ich glaube, die müsste jetzt auch so um die 40 sein. Aber ich glaube, die soll eine etwas jüngere Person spielen. Ja, der ist ja auch schon etwas älter jetzt. Und sie ist halt jemand, der, naja, so wie der Titel das schon andeuten lässt, nie so wirklich erwachsen geworden ist, sich nie wirklich, naja, gewissen Verantwortungen gestellt hat, die das Leben nun mal so mit sich bringt. Ja. Und auch noch so ein bisschen in der Vergangenheit hinterher trauert, denn sie möchte ihre alte Liebe zurückgewinnen. Der ist allerdings in einer neuen Beziehung, auch ich glaube, die sind auch schon verheiratet und haben jetzt ein Kind bekommen. Und sie nimmt das aber alles irgendwie nicht so richtig ernst und bildet sich ein, dass er sie noch genauso zurückhaben möchte, wie sie ihn. Und naja, sie kommt dann da halt in ihrer alten Kleinstadt an und naja, kommt dann halt mit verschiedenen Leuten in Kontakt, mit denen sie damals so zu tun hatte und ja, ich will jetzt auch nicht den gesamten Plot hier erzählen, aber der hatte schon so ein paar Szenen, die ich sehr rührend fand und ich finde, sie spielt das halt auch ziemlich gut. Also, sie spielt ja immer gut, aber ja. Du hattest den ja auch gesehen, ne? Ja, aber das ist genauso wie bei dem Film davor. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Das ist auch schon wieder so lange her. Ich glaube auch wieder, schon wieder 5 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wann der rauskam jetzt genau. Aber ich glaube, ich habe den so geguckt, als er dann so auf DVD oder so draußen war, habe ich mir den angeschaut. Und Na, ich mag das ja. Also das sind halt so total normale Leute, deren normaler Alltag da gezeigt wird. Und sowas mag ich ja immer. Und es waren halt viele Szenen, wo man sich so dachte, ja, solche Leute kennst du halt irgendwie auch. Ja. Oder eine solche Situation kennst du auch. Und ja, es gibt ja immer diese Leute, die da auch sagen, na, hier früher in der Schule, da war es noch schön so. Und man selber denkt sich so, ja, okay, aber komm da mal ein bisschen von weg von den Gedanken. So, ne? Ja. Oder von diesen Hinterhertrauern so. Oder ja, dass man so Menschen noch kennt, so, die immer noch so leben wie vor 10 Jahren oder so. Ja. Ja, und dann werden ja auch verschiedene Arten von psychischen Störungen noch angesprochen im Film, also Alkoholismus, Depressionen. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich gut dargestellt. Mhm. Ich finde das sowieso immer schwierig, Depressionen im Film darzustellen, da kommen wir ja dann später auch noch drauf zu sprechen. Bei dem Film fand ich das auch wieder, also es ist halt echt schwer greifbar. Und
in dem Film ist es halt auch echt schwer greifbar zu verstehen, ist die jetzt depressiv oder hat die nur eine schlechte Phase? Hm. Weil man das einfach total schlecht darstellen kann. Aber in einer Szene wird das halt auch klar angesprochen, dass sie depressiv ist und da echt mit zu kämpfen hat und so weiter. Hm. Und die den Alkohol als Selbstmedikation nutzt. Und naja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Okay, gut. Ja, das reicht, oder? Willst du noch irgendwas? Nein. Ja gut, dann kannst du jetzt einen Marker setzen, dann kommen wir mal zur Filmbesprechung. Mhm. Melancholia, und du möchtest da wahrscheinlich erstmal eine kleine Inhaltsangabe geben. Ja, natürlich, so wie wir das immer machen, werde ich erstmal eine kleine Inhaltsangabe geben in Textform und ja, dann lege ich mal los. Also, in Melancholia begleiten wir das Schwesternpaar Justine und Claire. Während Justine gerade geheiratet hat, ist Claire damit beschäftigt, die perfekte Hochzeitsfeier im pompösen Anwesen ihres Mannes John auszurichten. Doch diese Feier steht im wahrsten Sinne des Wortes unter keinem guten Stern. Denn ein extra solarer Planet namens Melancholia nimmt Kollisionskurs auf die Erde. Während die schwer depressive Justine diese Nachricht fast schon wohlwollend aufnimmt, versinkt Claire in Trauer und Zukunftsangst. Hm. Ja. So viel dazu. Kurz und knapp. Ja. Ja, es passiert ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Hm. Ja, also das ist eher so in diesen, also so ein bisschen so ein Film zwischen den Zeilen, also so, so kleinere Szenen, die dann halt auch die Charaktere formen oder halt den Zuschauer näher bringen. Wir gehen jetzt erstmal kurz die Handlung durch. Wir versuchen das auch so kurz wie möglich jetzt zu halten. Wolltest du nicht erst Filmfakten bringen? Ach, stimmt, ja. Ja, so war das ja. Natürlich werde ich erstmal Filmfakten bringen und dann gehen wir auf die Geschichte genauer ein. Also, ja, zu den Filmfakten. Melancholia ist ein Film von Lars von Trier aus dem Jahr 2011 und ja, Kirsten Dunst spielt da die Hauptrolle. Sie spielt nämlich die Justine. Und Kirsten Dunst hat in Filmen wie Interview mit einem Vampir mitgespielt, Spider-Man, also 1 bis 3, die Filme von Sam Raimi oder Elizabethtown. Ja, die Schwester Claire spielt Charlotte Gainsbourg und sie hat unter anderem in den Filmen Signs of Sleep, Antichrist oder Nymphomaniac mitgespielt, also in einigen von Lars von Trier schon. Und Alexander Skarsgård spielt den Michael, also den ja, Mann von der Justine, also den sie da geheiratet hat in dem Film. Er hat in Filmen wie Battleship mitgespielt, Big Little Lies, also diese Miniserie, oder zuletzt in Mute. Und Kiefer Sutherland spielt den John. Und den kennt man unter anderem aus den Filmen wie Flatliners, aus der Serie 24 oder in den Horrorfilmen Mirrors. Ja, unter anderem haben noch kleinere Rollen gespielt, die Charlotte Rampling, John Hurt, Stellan Skarsgård oder auch Udo Kier in der kleinen Nebenrolle. Ja, und jetzt komme ich noch zu ein paar Fakten, also so ein paar Trivias. Und ja, also der Film Melancholia wurde komplett an Schauplätzen und in einem Filmstudio in Schweden gedreht. Und die Hochzeitsfeier selbst fand in dem schwedischen Schloss Tjöholm statt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich bin ja kein Schwede. Also es sei mir verziehen, wenn da jetzt ein Schwede hier zuhört. Ja. Und es ist so, also das musikalische Leitmotiv, da dient der Tristan-Akkord von der Oper Tristan und Isolde aus dem Jahr 1859 von dem Richard Wagner, den sicherlich viele kennen. Und Lars von Trier ist auch ein großer Bewunderer dieses Komponisten. Und ja, Tristan und Isolde diente auch als Vorlage für die Entstehung des Films. Denn der Film enthält auch also eine Ouvertüre, also eine Einleitung und zwei Akte und ähnelt somit auch dem klassischen Aufbau einer Oper. Und der Film kommt auch musikalisch ausschließlich mit der Ouvertüre von Tristan und Isolde aus. Und es wurde auch gespielt von den Prager Philharmonikern. Und wird immer dann eingesetzt, wenn der Untergang der Erde im Vordergrund steht oder wenn halt Szenen mit ja, Claire oder mit der Justine zu sehen sind.
Und die achtminütige Anfangsszene ist mit der fast vollständigen Ouvertüre, also von Tristan und Isolde, unterlegt. Ja, jetzt komme ich noch zu so ein paar Nebenfakten zu dem Film. Also auf der Pressekonferenz zur Premiere, da provozierte Lars von Trier bei den Filmfestspielen von Cannes. Also das haben sicherlich einige mitbekommen. Der hat nämlich gemeint, dass er sich in Adolf Hitler einfühlen kann und auch seine innere Logik versteht, also was ihm zum Handeln angetrieben hat. Und er beendete auch dann seine Aussagen mit den Worten: Okay, ich bin ein Nazi, als er dann so gemerkt hat, dass er sich da ganz schön verstrickt hat in seinen Worten. Ja, es ist sehr absurd. Man kann das auch auf YouTube oder so nochmal nachschauen. Es saß auch Kirsten Dunst neben ihm und sie wollte am liebsten, also man hat gesehen an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie am liebsten einfach in die Erde versinken wollte, ja. Dass sie das sichtlich unangenehm war. Ja. Und daraufhin wurde auch dann Lars von Trier von den Filmfestspielen in Cannes ausgeschlossen und er durfte auch viele Jahre nicht dran teilnehmen. Ich glaube, mit Nymphomaniac durfte er dann wieder, aber dazwischen nicht. Aber der Film selbst, also Melancholia, blieb weiter im Wettbewerb. Und somit hat dann auch Kirsten Dunst die Silberne Palme als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Ja, und das kann man auch nachvollziehen, denn sie hat eine sehr gute Performance abgeliefert. 2016 belegte auch Melancholia bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts den 43. Platz. So ein kleiner Nebenfakt, Mulholland Drive belegt übrigens Platz 1. Und ja, der gehört ja auch zu meinen Lieblingsfilmen. Was war das für eine Liste? Der BBC. Ja, wie, welche Liste? Na, die 100 bedeutendsten Filme des 21. Jahrhunderts bisher. Also es sind ja jetzt nur 18 Jahre. Da muss ich mal gucken, wie viele ich davon kenne. Ja, ich glaube, der zweite war In the Mood of Love von dem chinesischen, also Regisseur Wong Kar-wai. Heißt der, glaube ich. In the Mood for Love. In the Mood for Love, sorry. Ja, In the Mood for Love, genau. Der ist, glaube ich, Platz 2 und dann danach weiß ich jetzt nicht. Aber da kann man gerne mal nachschauen im Internet, da ist die ganze Liste vertreten. Und auch laut Lars von Trier hat der Film dabei, also hat er ihm dabei geholfen, sich aus einer lang anhaltenden Depression zu befreien. Und die Figur Justine ist auch nach seinem Leidensweg porträtiert. Ja. Abschließend noch gesagt, Melancholia gehört zusammen mit dem Film Antichrist und Nymphomaniac zu der Trilogie der Depression. Also Lars von Trier macht das ja ganz gerne so, dass er so Trilogien anlegt. Es gibt zum Beispiel die Trilogie, also die Europa-Trilogie, angefangen mit Idioten. Nein, nicht mit Idioten. Also Idioten, gehört zu der Golden Heart-Trilogie. Ach so. Und dann gibt es noch die Amerika-Trilogie mit Dogville und so weiter und so fort. Und ja, also die letzte Trilogie, die er beendet hat, waren jetzt halt also Antichrist, Nymphomaniac und Melancholia. Ja, so viel zu den Fakten. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Nymphomaniac auch so viel mit Depressionen zu tun hat, aber vielleicht muss ich den einfach mal wieder gucken. Ja, ich glaube, das kann man, ich müsste den auch noch mal schauen, um das dann besser nachzuvollziehen, aber sie hat ja auch, also es geht ja eigentlich eher um Sexsucht, also sie ist ja eine Nymphomanin, aber sie hat ja schon damit, also sie leidet ja schon sehr darunter. Ja, aber ob sie auch automatisch Depressionen hat, ist ja nicht das Thema dieses Podcasts. Ja, aber das habe ich halt rausgefunden, dass es zu dieser Trilogie gehört. Okay, ja. Antichrist kann ich da eher nachvollziehen. Ja, das ist, dass es da um Depression geht. Okay. Gut, fangen wir an mit der Inhaltsangabe. Oder halt, ja. Genau, da wirst du heute federführend sein und ich werde mich ab und zu mal einbringen, weil wir haben das beim letzten Mal so abgesprochen, dass wir, je nachdem, wer von uns näher am Film dran ist und den öfter gesehen hat, der macht die Inhaltsangabe in erster Linie. Und da bist du heute derjenige. Ja. Ich habe den zweimal gesehen bisher. Wie oft hast du den gesehen? Ich glaube, ich habe den jetzt zum vierten Mal gesehen. Okay. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
Gut. Also der Film beginnt mit der Ouvertüre. Also da wird halt das Richard Wagner, also das, die Ouvertüre von Tristan und Isolde gespielt. Und währenddessen sehen wir ganz viele super Slow-Motion-Szenen abwechselnd. Also zum Beispiel sieht man zuerst das Close-Up von der Justine. Dann dieses bekannte Gemälde, ich glaube, das heißt eine Jagdszene. Und dann auch abwechselnd, wie Melancholia, also dieser riesige Planet, auf die Erde zurast. Und auch schon mal, da werden schon gewisse Szenen vorweggenommen, also die man dann später auch in dem Film sieht, die natürlich auch alle in Slow Motion werden die gezeigt. Und also abschließend, abgeschlossen wird die Anfangssequenz dann mit den, ja, mit dem Zusammentreffen von Melancholia auf die Erde, was halt spektakulär aussieht, auch dann so in dieser Slow Motion. Und die Musik schwelgt auch an, also bis dann wirklich so dieses fast schon orgastische, so, ja, so eine orgastische Szene ist das dann zum Schluss. Ja, man sieht auch, dass Melancholia viel, viel größer ist als die Erde und die Erde einfach verschluckt. Also genau. Da ist, also da wird gleich von Anfang an klar gemacht, dass da überhaupt keine Hoffnung besteht, dass da irgendwie das Ganze doch noch eine positive Wendung nimmt. Da sollte eigentlich kein Mensch überleben können. Nee, auf gar keinen Fall. Da hilft auch kein Bunker oder so. Genau. Ja, ja, ich finde die Ouvertüre optisch gesehen sehr, sehr ansprechend. Mhm. Also ich finde, das sind einfach, ne, es wird ja auch dieses Gemälde eingeblendet, aber auch diese anderen Szenen, das könnten einfach Gemälde sein. Die sind so schön inszeniert und so ästhetisch. Ja. Und diese Farbgebung, die ja auch den gesamten Film durchzieht, die finde ich sehr ansprechend, weil also ist alles sehr dunkel, sehr entsättigt, viel Grün-Blautöne, so schwarz-weiß, beige und creme. Mhm. Also es ist alles irgendwie wie aus einem Guss, finde ich. Ja, das finde ich auch. Das ist auch so, also die Anfangssequenzen sind auch die einzigen, oder dazwischen kommen auch noch ein paar Sequenzen, aber die mit einer Standkamera gefilmt sind. Ja. Ansonsten ist der Film wirklich mit Handkamera, also man sieht dann halt, man merkt schon, dass dann Kameramann durch die, also zum Beispiel durch die Hochzeitsmenge geht oder auch allgemein die ganzen Szenen werden halt mit einer Handkamera gefilmt. Ja. Darum sind die auch sehr wackelig. Ja, also auch die Totalen. Wenn man irgendwie eine Totale ist, ist es auch wackelig. Genau. Aber ich finde, nach und nach wird der Film schon ein bisschen ruhiger. Also ich finde, auf der Hochzeit ist es noch sehr unruhig und nach und nach wird es ein bisschen ruhiger. Ich weiß auch noch, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, hat mich das erstmal sehr gestört am Anfang auf der Hochzeitsfeier mit der Handkamera. Und ich dachte mir so, warum? Also ja gut, das kommt halt aus seiner Geschichte, ne? Ja, ja. Das macht er halt sehr oft, Lars von Trier. Also das hat er ja auch bei Dogville zum Beispiel gemacht und so. Auch das macht er doch immer. Das haben die doch in ihrem Manifest damals so festgelegt, oder? Stimmt. Eigentlich in Nymphomaniac war das ja auch so, oder? Ja. Zuletzt. Also ich spreche jetzt auf das Dogma-Manifest an. Ja, natürlich bei Idioten zum Beispiel hat er das ja wirklich bis auf die Spitze getrieben. Ja. Das ist ja der typische Dogma-95-Film. Genau. Ja, ich will noch ganz kurz anmerken, also die Szenen der Ouvertüre, die haben halt alle irgendwie schon mit Tod und Verwesung und Verwelkung und so weiter zu tun. Also es wird ganz klar schon die Stimmung vorgegeben. Also es geht hier um den Niedergang der Welt. Ja, das stimmt. Also es wird überhaupt keine Hoffnung gemacht von Anfang an. Ja. Genau. Nach dieser Anfangssequenz wird dann auch das nächste Kapitel eingeblendet mit dem Namen Justine. Und in dem Kapitel geht es dann hauptsächlich um die Hochzeitsfeier. Also Justine und ihr frisch angetrauter Mann Michael sind auf dem Weg zur Hochzeitsgesellschaft, also zu der Feier, auf ein sehr schön Anwesen. Also das Schloss habe ich ja schon genannt, wo das dann drinne gefilmt wurde, also dieses schwedische Schloss. Und sie haben erstmal Probleme, mit dem Wagen überhaupt dahin zu kommen. Ja, die haben sich so eine Stretch-Limo gemietet. Genau. Und dieser Weg dahin ist halt sehr kurvig mit so Pflasterstein ist das. Serpentine, so eine. Nee, ich meine jetzt die Steine, die an der Seite sind. Also die verkeilen sich einfach und kommen halt irgendwie 2 Stunden zu spät zu ihrer eigenen Feier. Mhm.
Genau. Ja, und Claire, also ihre Schwester, ist wirklich schon sehr angepisst, kann man sagen. Ja. Sie sagt halt, naja, so, ihr seid wirklich schon sehr spät dran, die warten alle schon auf euch. Und dann beginnt auch so das Essen erstmal, alle sitzen zusammen und man lernt dann auch so die ganzen Charaktere erstmal kennen, also den Vater von den beiden, also von Justine und Claire und auch die Mutter. Und man merkt auch schon, die beiden sind auch schon lange Zeit getrennt. Und ja, und ich habe mich auch gefragt, wie konnten die jemals ein Paar sein? Ja. Weil die sind so unterschiedlich. Ja. Aber dann dachte ich mir, naja gut, ich glaube, man darf diese Geschichte sowieso nicht als reales Abbild von Mensch, von Familie und also es ist einfach, es ist nicht das Abbild der Realität. Allein schon. Das ist schon sehr plakativ, ja. Und ich dachte, naja gut, die sind irgendwie so unterschiedlich. Der Vater, der ist halt so ein Lebemann, der hat da so zwei Frauen, mit denen er so rumschäkert. Die beide Betty heißen. Ja, wo auch nicht so richtig klar wird, sind die jetzt wirklich, ist das eine Dreierbeziehung oder was ist das? Oder haben die sich da kennengelernt? Keine Ahnung. Und die Mutter ist halt so absolut zynisch und richtig schlecht gelaunt die ganze Zeit und macht da irgendwelche Vorhaltungen und macht da echt eine Szene, wo man denkt so, oh, es ist echt so unangenehm gerade. Ja, sie hat eigentlich sichtlich keinen Bock auf die Hochzeit, so kann man es abkürzen. Ja, und ich dachte halt, naja gut, man könnte das sozusagen, wenn man da ein bisschen was reininterpretieren möchte, man könnte die Eltern sehen als zwei Extrempole einer Dimension, wo der Vater halt eher so im manischen Bereich ist und sie halt komplett im depressiven Bereich, was irgendwie das ganze Thema des Films nochmal schön widerspiegelt. Aber was ich noch sagen wollte, zu dem Thema, das Ganze ist nicht realistisch. Also man muss wirklich, wenn man diesen Film genießen will, die Prämisse, dass da ein Planet auf die Erde zurast, man muss es einfach als gegeben hinnehmen. Man darf das nicht hinterfragen, weil dieses Szenario ist so unfassbar unrealistisch. Ja. Auch, dass dieser Planet die ganze Zeit eine Atmosphäre hat, wo man denkt, der fliegt hier irgendwie durch unser Sonnensystem und behält irgendwie die ganze Zeit diese Atmosphäre. Das ist halt, naja, da darf man echt nicht drüber nachdenken. Naja, auch diese Todeslinie, die da gezeichnet wird, also das bekommt man ja später noch mit, dass der halt so eine gewisse Bahn fliegt. Ja. Also das erscheint mir auch sehr unrealistisch. Ich bin zwar jetzt kein Astronom und kenne mich jetzt auch nicht so sehr damit aus, aber ich bezweifle sehr stark, dass ein Planet, der wirklich so nah an die Erde da kommen würde, dann so eine Umlaufbahn einnehmen würde und dann so auf den... Ja, und ja, auf jeden Fall. Und dass halt das Leben auf der Erde noch normal weitergeht. Ja. Weil dieser Planet, wenn der so nah an der Umlaufbahn der Erde wäre oder generell in unserem Sonnensystem einfach so ein bisschen rumfliegen würde, die ganze Gravitation der Erde würde komplett auf den Kopf gestellt werden, wenn da so ein Riesenobjekt auf einmal einfach da wäre. Und das Leben auf der Erde würde nicht einfach normal weitergehen, bis der Planet irgendwie mal einschlägt. Ja. Also, ne, also das muss man alles irgendwie... Ja, man darf diesen Film nicht astrophysikalisch da irgendwie ernst nehmen. Sollte man einfach so als gegeben hinnehmen, als Metapher. Das ist, ja genau, das ist eher eine Metapher. Und das, ich glaube, das will auch der Film eher so, also der strebt jetzt nicht so nach, nicht so wie so ein Christopher Nolan-Film, der da irgendwie das realistisch halten möchte. Richtig. Genau, also man sieht dann auch erstmal so, wie die ganze Hochzeitsgesellschaft, wie das da so läuft, die Hochzeitsfeier an sich. Wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr also ins Detail gehen, aber es ist halt oft so, dass dann die Justine sich zurückzieht. Man merkt halt auch schon, dass sie sich sichtlich unwohl fühlt und sie wird auch schon ermahnt von ihrer Schwester, also von der Claire, dass sie sich zusammenreißen soll, weil die Claire schon befürchtet, dass sie halt den Abend nicht wirklich durchsteht. Genau, und sie in einer Szene, wo sie mit Claire spricht, da geht sie auch auf ein Bild von der Ouvertüre ein, wo sie sagt, naja, ich fühle mich, als würden Spinnenweben meine Beine umschlingen, was halt wirklich eine schöne Metaphorik ist für ein Symptom der Depression, nämlich diese Antriebsschwäche oder also dass halt das ganz normale Abläufe im Alltag halt unfassbar schwer sind. Ja. Und das finde ich halt echt schön dargestellt. Ja, und sie hat auch, glaube ich, gemeint, sie wartet so dahin, also sie, und sie kommt sagt, nicht so richtig raus. Genau, es ist so schwer, vorwärts zu kommen. Und Claire ist da
echt so hin und her gerissen zwischen Verständnis für ihre Schwester, aber auch, naja, der Druck, der auf ihr lastet, weil sie wollte das ja irgendwie perfekt alles machen und ihr Mann John, der ihr dann irgendwie noch Vorhaltungen macht, so, ja, das ist mein Geld und ich bezahle hier dafür, dass das hier irgendwie schön ist, und John macht halt auch total Druck auf. Ich muss ja sagen, also mir gefällt die Darstellung von dem John. Ja, mir auch. Ich mag da auch Kiefer Sutherland, wie er das darstellt, weil er ist wirklich die ganze Zeit so richtig sichtlich genervt halt auch von der Justine. Also er ist so die Person, die Justine am wenigsten versteht. Ja. Der hat auch gesagt, so, ey, sie soll sich mal zusammenreißen hier. Ne? Ja, ja, genau. Sie hat ein Versprechen gegeben, dass sie halt jetzt den Abend hier, dass der da gut vonstatten geht und so, und ich habe das hier alles hier finanziert und so. Ja. Und der ist halt auch zu der Justine wirklich der am angepisst, also am genervtesten ist, so ihr gegenüber. Und das lässt er auch in keiner Sekunde da hinterm Berg. Und Claire ist da noch am verständnisvollsten so, weil sie ja halt auch ihre Schwester ist und weil sie die Justine auch am besten wohl kennt. Und Maike ist halt so einer, also ihr Mann, ihr frisch Vermählter, der tut mir auch irgendwie am meisten leid. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum die. Naja, der Maike müsste die ja auch eigentlich etwas kennen. Ja, da fragt man sich halt, was weiß der? Also, er hat ja schon Verständnis und in einer Szene sagt er sowas wie, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, also ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber da kriegt man so einen Einblick, dass er durchaus weiß von dieser Problematik, dass sie halt depressiv ist. Aber gleichzeitig sagt Justine oder Claire oder so auch irgendwie so, zeig ihm das jetzt nicht. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber so richtig komplett steigt er, glaube ich, nicht dahinter, was das wirklich bedeutet. Ja, da hat sie sich wohl etwas verstellt oder das ja irgendwie verstecken können. Oder es war halt einfach noch nicht so schwer, man weiß es ja nicht. Ja, vielleicht steigt ihr das jetzt alles zu Kopf. Sie versucht halt damit auch mit dieser Hochzeit irgendwie ein normales Leben zu beginnen. Ja. Oder das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und sie versucht das auch mit aller Kraft. Man merkt das auch irgendwie, dass sie das versucht. Aber sie schafft es einfach nicht. Man merkt das auch die ganze Zeit, sie hadert mit sich und irgendwann gibt sie dann halt auch auf. Und irgendwann bricht auch wirklich alles zusammen. Ja. Also zum einen ist es dann auch so, also dass sie halt dann mit dem Maike haben sie dann irgendwann eine ruhige Minute und dann ist das ja so, Hochzeitsnacht und so. Und sie wollen sich dann näher kommen und sie bricht das Ganze dann auch ab. Und geht nach draußen und dann ist auch so, es ist ja noch so ein Sideplot auch mit dem Chef, also gespielt von Stellan Skarsgård. Und er hat ihr so eine Aufgabe gegeben für den Abend, dass sie sich einen Slogan ausdenken soll. Ja, was total deplatziert ist. Auf der Hochzeitsfeier sieht noch einen Slogan, also bitte. Naja, genau, da war sie auch nicht so begeistert. Zu so einem davon. Bild, was er ausgewählt hat, soll sie sich halt einen Slogan ausdenken. Und er hat sie auch auf der Feier direkt befördert zur Art Director, Direktorin. Also sie war halt vorher Werbetexterin. Und und dann hat er auch noch, der Chef stellt ihr dann noch einen neuen Praktikanten vor, namens Tim, der sehr unsicher wirkt und so und sehr unerfahren. Und er soll, also der Tim soll der Justine halt diesen Werbeslogan entlocken. Und nachdem halt Justine dann so einen Stress hatte mit Maike und dann halt nach draußen geht, folgt halt Tim ihr und dann ist es auch so, dass dann Justine, also sie besteigt eigentlich den Tim. Ja. Und sie haben dann Sex auf dem Golfplatz. Man merkt auch schon so mit der Ehe, also die frisch angetraute, also die frisch vermählten, also die, na, wie soll ich sagen, die Ehe, die frisch geschlossene Ehe. Geschlossene Ehe ist eigentlich auch schon so quasi zunichte gemacht. Da ist halt auch nicht mehr viel dahinter. Und Maike packt dann auch seine Sachen und verschwindet dann auch von dem Anwesen. Und was folgt dann noch?
Da muss ich jetzt selber nochmal schauen. Ja, so viel folgt dann nicht mehr. Ja. Also sie bittet ja noch ihren Vater, dass er bitte noch bei ihr bleibt, weil sie möchte noch mit ihm reden, und er verlässt sie dann aber auch. Sie sagt dann, nee, ich hatte irgendwie eine coole Mitfahrgelegenheit, die wollte ich nutzen, und da fühlt sie sich dann auch nochmal zusätzlich allein gelassen. Ja, und dann gibt es noch ein Gespräch mit dem Chef, also der namens Jack, und mit der Justine, die ihn dann halt an so einem Essenswagen findet. Und er möchte halt unbedingt diesen Slogan rausbekommen. Und Justine sagt dann auch so irgendwie, sie beleidigt ihn ganz schön und sagt dann auch, dass sie eigentlich keinen Bock mehr hat. Und also das ist dann quasi eine Kündigung. Und Jack ist dann auch ganz schön aufgebracht. Tim versucht da auch noch ein Gespräch mit der Justine anzufangen und sagt dann irgendwie, also, ob die nicht ein gutes Team abgeben würden und so, aber Justine hat einfach keinen Bock. Ja. Also sie hat dann auch, sie lässt anmerken, dass sie einfach auf keinen mehr Lust hat. Und ja, der Abend ist dann eigentlich für alle irgendwie gelaufen. Ja, wirklich eine katastrophale Hochzeitsfeier. Ja. Schlechter geht's kaum. Ja, da bin ich froh, dass unsere Hochzeit besser verlief. Ja gut, wir waren noch allein. Ne? Ja, aber auch unsere Hochzeitsfeier besser verlief. Ja. Nicht mit so einem miesen Ende und auch mit irgendwelchen Ausrastern. Und mit Fremdgehen. Ja, oder mit Fremdgehen, genau. Kein Sex auf dem Golfplatz mit einem Fremden. Ja, gut. Also damit ist dann auch das Kapitel Justine abgeschlossen. Und es geht dann auch weiter mit dem Kapitel Claire. Und da wird dann auch der Fokus eher auf Claire gelegt. Also man sieht natürlich auch Justine öfter mal, aber es geht dann auch eher um die Ängste von Claire, die sich halt in diesem Kapitel so langsam anbahnen. Sie ist halt eigentlich auch eher so ein bodenständiger Mensch. Also sie steht halt fest im Leben. Sie hat eigentlich auch nicht... Sie ist nicht psychisch krank. Genau. Sie hat keine ernsthaften Probleme. Und am Anfang sieht man halt, wie Claire einen Anruf von Justine annimmt, und Justine ist halt, also sie ist hier schon komplett überfordert, überhaupt den Weg zu Claire zu finden, da überhaupt hinzukommen mit dem Taxi und so. Und John, also ihr Mann, ist halt auch wieder sichtlich genervt. Ja. Der kann halt nicht verstehen, warum sich Justine so anstellt. Ja. Und auch wieder sehr zynisch ist der halt da und kommentiert das halt alles, ja, auf sehr zynische Art. Und ja, irgendwann ist dann Justine angekommen und wird dann erstmal ins Bett gelegt. Sie ist halt komplett fertig mit dem Leben und kommt überhaupt nicht mehr klar. Ja, und sie sagt halt auch, ich habe mich so angestrengt und ich habe mir so eine Mühe gegeben, halt auf der Hochzeit irgendwie glücklich zu erscheinen. Und na, das hat sie halt wirklich, ne? Und, und Claire ist irgendwie die Einzige, die das so richtig wahrgenommen hat, dass sie sich da halt auch, also dass es echt ein richtiger Kampf für sie war. Ja. Weil John hat halt ihr immer klar gemacht, so dass sie, oder man sieht halt, dass John der Ansicht ist, wie du auch schon gesagt hast, dass das halt so eine Laune ist, die sie halt bewusst steuern kann. Genau. Ne? Also nur, wir haben doch abgemacht, dass du glücklich bist, und irgendwie bist du hier aber total scheiße drauf. Ja. Und du versaust hier die ganze Feier, für die ich einen Haufen Geld ausgegeben habe, und naja, man sieht halt wirklich, dass sie sich echt richtig viel Mühe gibt. Und das ist halt irgendwie total schmerzhaft, das so zu sehen, weil man kann sich ja, wenn man jetzt nicht gerade an Depressionen leidet, echt nicht ausmalen, wie das in ihr aussieht. Naja, John stellt ja auch eher so diese Gesellschaft dar. Also so das Umfeld, wenn man selber depressiv ist, so das Umfeld, das dann auch oft sagt so, naja, komm, hab dich mal nicht so. Genau. Na, stell dich nicht so an. Und er ist quasi so diese Gesellschaft, und Claire ist so eher die das halt versteht, so, ne? Die ja auch drauf eingehen kann. Ja, die auch versucht, ihr zu helfen. Genau. Ne? Und also dann in der Szene, wo sie auch dann versucht, Justine zu baden, was ja auch kläglich daneben geht, weil Justine einfach überhaupt keine Kraft hat, also nicht mal die Kraft hat, in die Wanne zu steigen, wo sie dann einfach sagt, so, ja, okay, da haben wir schon mal für morgen geübt. Genau, sie ist da sehr einfühlsam und versucht auch so noch die Hand da ins Wasser und sagt, hier, das ist ganz warm, und ist da eigentlich sehr geduldig und... Ja, die übernimmt quasi so die Rolle des Therapeuten, die versucht, sie da
ihr auch klar zu machen, okay, wir haben es halt heute nicht geschafft, aber das ist trotzdem schon viel, was du hier gemacht hast und dann versuchen wir es halt morgen wieder. Ja, und Claire sagt dann auch danach noch so, ich habe eine Überraschung für dich und es gibt halt ihr Lieblingsessen Hackbraten zum Abendessen und als dann Justine anfängt, das zu essen, sie freut sich auch schon so darauf, aber dann bricht sie halt ab und sagt, nee, das schmeckt alles wie Asche. Ja. Und ist halt einfach total enttäuscht und fängt auch an dann zu weinen und ja, und natürlich, man merkt auch wieder, John ist wieder genervt am Tisch und der kann halt mit der ganzen Verhaltensweise von Justine überhaupt nichts anfangen wieder. Ja, und auch der Sohn nennt sie immer Tante Eisenbrecher, Stahlbrecher. Und merkt auch nur an, dass sie halt heult und ist auch etwas verwirrt über ihr Verhalten. Genau. Ja, jetzt muss ich selber nochmal schauen. Ja, und man merkt auch schon, Claire macht sich halt sichtlich, also immer mehr Sorgen um Melancholia, also um den Planeten, der ja immer näher kommt. Und recherchiert halt rum im Internet. Also wie das halt so Leute machen dann, wenn sie Angst haben. Man recherchiert. Würde ich auch machen. Und also wenn ich in der Situation wäre, ich würde nur noch vom Fernseher hocken und nur noch recherchieren, was das irgendwie bedeutet. Und Claire ist da eher so wie du dann. Ja. Sie will halt unbedingt Gewissheit haben, ne, und möchte ihre Ängste beseitigen. Man merkt halt, die Claire hat unglaublich viel Angst. Also, und man merkt auch, und das lässt sie auch oft durchblicken, sie hängt halt total am Leben. Also sie hat halt total viele Dinge im Leben, die sie nicht verlieren möchte. Also zum Beispiel ihren Sohn natürlich, ne, und dann ihren Mann. Den ganzen Besitz, den sie hat. Sie hat halt ein sehr gutes Leben. Ihr geht's halt gut. Und das möchte sie halt nicht verlieren. Und bei Justine merkt man halt, sie hat halt jetzt alles verloren und sie hat halt nicht viel im Leben. Und dann auch noch Depression, also mit der Krankheit. Ja, ich glaube, Depression ist das, was im Vordergrund steht. Ich glaube, sie hat trotzdem noch viel im Leben, weil, sagen wir mal so, wenn es ihr gut gehen würde, würde ihre Schwester wahrscheinlich alles dafür tun, dass sie wieder einen Job kriegt. Und ich meine, der Typ, der John, der ist halt steinreich, sagt sie ja auch so. Ja, da wäre es eigentlich kein Problem. Die hätte schon einiges, um ihr Leben wieder in die richtige Bahn lenken zu können, aber die ist halt, also sie ist halt nicht sie selbst, ne, weil die Depression sie einfach im Griff hat. Ja, und sie hat ja viel gehabt im Leben, aber das hat sie ja selbst alles hingeschmissen. Also sie hat ja auch ein gutes Leben eigentlich gehabt, auch mit ihrem Mann, mit dem Michael. Es war ja auch eigentlich, wie man ihn so mitbekommen hat, ein sehr guter Mann so. Ja. Also war ja sehr, sehr nett, wie der gewirkt hat. Der hat ja sogar auch ein Anwesen gekauft und so für sie gemeinsam. Ja, genau. Ja. Also die hatten ja auch eine gute Zukunft gehabt so, ne? Hätte sie das jetzt nicht alles hingeschmissen. Aber die Krankheit stand ihr einfach im Weg. Also da konnte sie einfach nichts dagegen machen. Ja, genau. Ja, das will ich halt auch nochmal betonen, dass es nicht ihre bewusste Entscheidung war, sondern dass sie halt nicht anders konnte. Ja. Ja. Ja, und das merkt man eigentlich ganz gut in dem Film so, ne? Also, dass sie einfach nichts dafür kann, so. Ja. Na, sie versucht es ja die ganze Zeit, aber sie kann einfach nichts dafür. Ja, natürlich, ich dachte mir auch immer während des Films, Mann, oh Mann, sie hat so ein gutes Leben eigentlich, ne? Ja. Und jeder andere würde bestimmt, oder die meisten würden da auch so denken, aber ich glaube, wenn man die Krankheit hat, kann man einfach nichts dagegen tun. Ja, kannst du nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass sie einen sehr, sehr hohen Schweregrad einer Depression hat, wenn ich da an die besagte Badewannenszene denke, wo sie halt absolut handlungsunfähig ist. Ja, da sieht man das sehr stark in der Szene. Ja. Das bessert sich aber dann auch zusehends, weil Melancholia kommt immer näher. Claire geht es sichtlich immer schlechter, also sie hat immer mehr Angst. Sie fragt auch jedes Mal ihren Mann so, naja, sie will immer Gewissheit haben von John, ob jetzt Melancholia immer weiter weggeht und so. Und er versichert ihr auch so, ja, Claire, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und sie haben dann auch so eine Vorrichtung gebastelt. Das ist so ein Stöckchen mit so einem Draht vorne dran. Und was dann so den Abstand messen soll und was dann zeigen soll, ob der Planet immer näher kommt oder immer weiter weg. Und das gibt erstmal Claire so Gewissheit und auch Beruhigung. Und sie ist dann auch erstmal beruhigt. Und weil auch John ja immer einredet, so, naja, die Wissenschaftler haben dies und das gesagt und das wird schon, ne, der wird einfach vorbeiziehen und dann beobachten wir das und alles wird gut und so. Und sie glaubt auch John. Also sie sieht ihn halt als jemanden an, den sie da auch alles glauben kann, so, ne? Ja.
Ja, und Justine ist da halt das komplette Gegenteil. Ne? Die interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Informationen darüber, irgendwelche Neuigkeiten. Sie sagt dann, als Melancholia so das erste Mal richtig deutlich am Himmel zu sehen ist, da ist er, euer Vorbeiflug, wo schon deutlich wird, okay, für dich ist es also kein Vorbeiflug, für dich ist schon klar, dass der irgendwie auf die Erde stürzen wird. Und man merkt halt auch, dass Justine das als eine Art Erlösung ansieht. Ja. Ne? Also sie gibt sich dem halt auch einfach hin. Das wird auch ganz klar visuell dargestellt in der Szene in der Nacht, wo sie sich dann halt nackt an so ein, sieht aus wie so ein Flussbett oder so, dahinlegt und sich eben Melancholia einfach hingibt. Und das, also sie sonnt sich in dem Schein von Melancholia. Genau, was halt schon so ein so aussieht wie so eine Art Verführung, ne? Was auch visuell einfach total schön aussieht. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja genau. Was man durch den Film hinweg nicht sieht, meiner Meinung nach, ist, dass Justine suizidal ist. Also sie versucht nicht, sich umzubringen. Aber sie gibt sich dem Tod einfach bereitwillig hin. Also sie ist da sehr passiv sozusagen in dieser Todessehnsucht. Was auch sehr, sehr charakteristisch ist für eine Depression. Da komme ich dann auch später nochmal drauf zu sprechen, aber das ist halt oft so, dass, oder was heißt oft, es ist manchmal so, dass Depressive sich nach dem Tod sehen, halt nach dieser Erlösung, weil das Leben an sich einfach nicht mehr zu ertragen ist, aber dass die halt in ihrer Handlungsbereitschaft und ne, also so eingeschränkt sind im normalen Alltagsleben, dass sie es halt nicht hinkriegen, sich umzubringen. Weil einfach der Antrieb generell für alles fehlt. Und um dich umzubringen, brauchst du ja auch einen gewissen Antrieb. Ja, natürlich. Und das wird da, glaube ich, also ich finde, das wird da sehr gut dargestellt. Ja. Ja, und darum sehen sie auch Melancholia herbei. Ja. Ja. Ja, und Claire ist da genau das Gegenteil. Also sie hat unglaublich viel Angst. Und das merkt man sehr oft. Dass sie auch John sehr oft einfach fragt, wie halt gerade der aktuelle Stand ist und er muss sie ständig beruhigen. Und sie guckt auch sehr oft in diese Vorrichtung da, ne, wo man dann diesen Abstand messen kann. Aber man sieht ja auch, dass diese Sorglosigkeit von John auch wahrscheinlich nur so ein bisschen vorgespielt ist. Ja, genau. Weil er dann ja doch Vorräte einkaufen. Genau, weil irgendwann hat er, glaube ich, dann auch Berichte gelesen, dass das alles nicht so toll verlaufen wird. Ich glaube, das ist dann auch nachdem der Melancholia dann anscheinend vorbeigezogen ist. Also es gibt ja diese Szene, wo der vorbei… Nee, das ist noch vorher. Ach so, noch davor. Genau, also da, wo das anfängt mit den Stromausfällen, da kauft er dann Vorräte für den Ernstfall. Und ich finde, das ist halt, man könnte auch wieder sagen, metaphorisch für eine Art, auch mit solchen Dingen umzugehen. Er ist halt der typische Mensch, der das verdrängen will. Ne, der verdrängt das so lange, bis er merkt, oh scheiße, vielleicht ist doch was dran. Und wie das dann ausgeht, sehen wir dann später auch noch. Naja, es ist erstmal so, genau, er hat dann erstmal Vorräte gekauft. Er möchte aber auch nicht, dass da Claire was davon mitbekommt. Genau. Weil Justine sieht das auch, dass er da was kauft. Es gibt dann auch noch ein Gespräch, ach so, nee, Claire merkt dann auch an, dass Väterchen nicht mehr, also der Butler, nicht mehr auf Arbeit erscheint. Und das sind ja auch schon mal so Vorzeichen. Ja, also mal ehrlich, wenn der Weltuntergang bevorstehen würde, würde ich auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Genau. Das ist ja auch das Gute an dem Film, finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man so von der Welt an sich nichts mitbekommt, was da gerade so läuft. Ja. Also die Massenpanik oder so, da muss ja eigentlich auch eine Massenpanik herrschen. Ja, total. Und es beschränkt sich ja wirklich nur auf das Anwesen von Claire und John. Ansonsten kriegt man ja nichts mit, also nur so vom Internet, dass da halt Claire ab und zu mal forscht. Ja. Mal schaut, was da so abgeht. Oder halt von John, so kriegt man ein bisschen mit, was halt auf der Welt so läuft. Aber an sich ist das wirklich nur dieser kleine Kosmos, den man halt dann mitbekommt in dem Film. Genau. Und darum bekommt man jetzt auch nicht mit, also wie gesagt, mit dem Butler, dass er aus Panik da auch nicht mehr auf Arbeit erscheint. Und ich glaube, ich würde auch nicht mehr auf Arbeit gehen. Nee. Da würde ich dann auch Dinge machen, die ich noch nie getan habe im Leben. Ja. Und das ganze Geld auf den Kopf hauen.
Genau, und Justine sagt dann auch, also zu Claire, die Erde ist schlecht, wir brauchen sie nicht, um sie zu trauern. Und niemand wird sie vermissen. Genau, ja. Und da reden sie halt darüber, ob es woanders noch Leben geben könnte. Und Justine sagt, nee, gibt's nicht, ich weiß das. Und dann sagt Claire sowas wie, ja, manchmal ist es wohl besser, so wie du zu sein. Und Justine sagt, naja, ja, vielleicht ist es manchmal leichter, weil sie halt immer sozusagen die Katastrophe schon voraussieht. Sie denkt immer darüber nach, so was ist der möglichst schlechteste Ausgang dieses Szenarios, und deswegen ist sie halt besser darauf vorbereitet. Und ich finde auch, da in diesem Gespräch sieht man total gut diese emotionale Leere, die sie einfach hat. Ja. Also sie, man sieht im Grunde nichts so in ihrem Gesichtsausdruck, also da ist einfach gar nichts, so absolut neutral bis halt, ja, so eine leichte Negativität. Ja. Und sie redet da halt ziemlich, also sehr gefasst halt über das Ende der Welt, während Claire halt in Trauer versinkt. Ja, sie hat sich halt schon komplett damit abgefunden und Claire will das einfach nicht wahrhaben. Ja. Genau, und dann ist auch so die nächste Szene, da spricht dann John einen Toast aus, da ist das nämlich so, dass dann anscheinend Melancholia vorbeiziehen soll. Ja. Ja, John spricht einen Toast aus auf das Leben und da wundert sich auch schon Claire so, warum er einen Toast auf das Leben ausspricht. Und er sagt dann irgendwie nur so, naja, es gibt ja immer eine Fehlerquote bei Wissenschaftlern, so, na, die muss man ja immer mit einberechnen und sowas. Und da wird dann Claire auch wieder sichtlich beunruhigt, weil sie dann halt auch so ahnt langsam, okay, vielleicht könnte Melancholia wirklich auf die Erde halt stürzen. Sie wird dann auch wieder panisch, John muss sie wieder beruhigen. Moment, da muss ich jetzt nochmal schauen. Ja, dann ist eigentlich der nächste Morgen, ne? Wo dann Melancholia offenbar an der Erde vorbeigezogen ist, und dann ist der nächste Morgen, wo John wieder am Teleskop rumhantiert. Genau. Und dann schläft, also Claire sitzt so daneben und döst ein bisschen vor sich hin, schläft dann ein, und als sie aufwacht, wundert sie sich, wo John hin ist. Genau. Also man merkt halt auch, dass der sichtlich nervös ist. Also der geht auch gar nicht mehr auf sie ein, er berechnet da irgendwas und analysiert da und ist halt nicht mehr wirklich ansprechbar für sie. Genau, danach ist dann John weg, nachdem dann Claire wieder aufwacht. Sie sucht ihn halt überall im Haus, findet dann auch Tabletten, also eine Tablettendose, die leer ist komplett. Die sie eigentlich gekauft hat für sich. Genau. Und das lässt auch schon vorahnen, was mit John passiert ist. Ja, der liegt nämlich tot im Pferdestall. Genau, so kann man es abkürzen, ja. Ja. Ja, er hat sich also suizidiert, weil er offenbar wusste durch seine Berechnung, okay, scheiße, der Planet kommt jetzt doch. Genau, und es gibt keinen Ausweg mehr, wir werden alle sterben. Ja. Claire will das immer noch nicht ganz wahrhaben. Sie misst dann auch nochmal den Abstand und kriegt dann auch mit, dass Melancholia tatsächlich immer näher kommt. Ja. Sie nimmt dann auch panisch Leo mit, also den Sohn, und möchte halt zusammen mit Justine weg. Justine bleibt einfach nur stehen und fragt sich auch, was das halt soll, weil es bringt ja eh nichts. Ja, sie sagt auch irgendwie, was willst du im Dorf? Das Dorf hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Genau. Und, ja. Aber Claire versucht noch irgendeinen Ausweg halt, also für sich zu finden. Das ist ja immer so beruhigend, wenn man so weiß, okay, man kann vielleicht noch was machen. Ja, genau, man kann irgendwo hin, aber es ist ja eigentlich ausweglos. Also wenn da so ein Riesenplanet auf die Erde kommt, es bringt ja nichts. Genau, und diese Ausweglosigkeit, die wird halt auch nochmal ganz deutlich dargestellt. Da ist ja immer diese Brücke zum Dorf hin, wo die halt mit den Pferden auch nicht mehr rüber konnten, weil die Pferde da immer angefangen haben zu rebellieren. Und jetzt mit dem Golfwägelchen kommt sie da auch nicht drüber, weil da das Ding einfach aufhört zu fahren. Und das zeigt halt nochmal diese Ausweglosigkeit, die kommt einfach von diesem Anwesen nicht mehr weg. Und natürlich kommt sie auch von der Erde nicht mehr weg und kann auch ihrem Tod nicht mehr entrinnen. Genau. Ja, und dann ist es so, dass Justine dem Leo, also irgendwann kommt sie wieder zurück, halt Claire mit dem Leo. Und Justine schlägt dann vor,
eine Zauberhöhle zu bauen. Ja. Um auch den Leo zu beruhigen. Und sie sammelt dann zusammen mit ihm Stöckchen im Wald. Und das ist dann auch so eine Szene, die dann schon am Anfang vorweggenommen wurde. Also da wiederholen sich jetzt sehr viele Szenen. Ja. Und also dieses ganze Show, Foreshadowing wird dann hier wieder aufgegriffen. Ja. Genau, und das macht jetzt auch vieles, macht dann auch da Sinn, also diese ganzen Szenen. Und ja, und als dann diese Zauberhöhle fertig ist, setzen sich alle drei rein. Und ja, also man merkt, Justine ist sehr ruhig eigentlich. Ja, die ist sehr, sehr rational, sehr gefasst, aber auch mitfühlend. Also sie lächelt dann den Sohn natürlich auch nochmal sehr freundlich an. Und also der Claire Sohn zeigt halt einfach, ich würde es mal nennen, eine normale Trauerreaktion, weil sie ist halt einfach total fertig, weil sie wird jetzt gleich sterben. Also genau. Ich denke, jeder gesunde Mensch wäre da einfach nur total in Panik und ich würde da wahrscheinlich so in Panik sein, dass ich ohnmächtig werden würde, weil ich das alles gar nicht verarbeiten könnte. Ja. Aber sie ist halt, naja, sie heult halt und ist total fertig. Ja, und der Sohn hat soll die Augen schließen, um das halt alles nicht mitzubekommen. Ja. Ja, und dann sieht man eigentlich nur noch, wie dann, also es wird auch nicht mehr in der Totalen gezeigt, wie am Anfang. Das wurde ja eigentlich schon vorweggenommen. Es wird dann nur noch gezeigt. Also aus der Totalen, meinst du, aus der Megatotalen? Ja, aus der Megatotalen, das meinte ich. Es wird natürlich aus der Totalen gezeigt, wie dann halt die drei in dieser, diesen behilfsmäßigen Höhle da sitzen. Ja. Also dieser Hütte, was, naja, dieses Zelt, was das sein soll. Ja. Was ja eigentlich eher einen symbolischen Charakter hat, das bringt ja eh nichts. Ja, ja, klar. Aber wie dann halt Melancholie einfach auf die Erde stürzt und wie dann halt noch, also man sieht dann einfach nur noch, wie alles zerberstet, wie alles weggeht. Und dann kommt der Abspann und das war's dann. Ja. Auch. Ja, und ich finde halt das, was sie da mit dem Sohn noch veranstaltet, diese Höhle zu bauen, das ist halt irgendwie genau das Richtige, finde ich, was man in der Situation machen soll. Ne? Claire wollte ja eigentlich mit ihr irgendwie auf der Terrasse sitzen und Wein trinken, wo ich auch denke, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich würde mich wahrscheinlich auch total betrinken, damit ich das nicht mehr so richtig mitbekomme. Ja. Aber da dem Sohn sozusagen, also den Sohn zumindest vor der Angst noch zu bewahren. Ja, noch so eine Art Sicherheit zu geben. Das ist halt irgendwie total schön. Ja. Und dazu ist Claire ja nicht mehr in der Lage. Genau. Ja, Justine kann da halt sehr ruhiger an die Sache gehen, viel rationaler. Ja. Genau, und darum ist sie da noch in der Lage, das dann zu machen für den Sohn. Ja. Ja, aber so einen Weltuntergang hat man auch selten gesehen in einem Film, der halt so endgültig ist. Ja, 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 da dachte ich auch so, da ist echt kein, nicht mal der winzigste Hoffnungsschimmer da. Ja, da sind ja wirklich man, so zwischendurch, wo man denkt, okay, der Planet hat doch nochmal abgedreht und der wird ja wirklich kleiner in der, ne, in dieser Vorrichtung. Da denkt man so, ja gut, aber eigentlich weiß ich, wie es ausgeht. Das ist jetzt nur eine scheinbare Hoffnung. Aber da sieht man ja eh in dem Film selbst diese Todeslinie, die da auch da mal kurz gezeigt wird, dass ja diese Linie, also der geht ja mal kurz sehr nah an die Erde und dann geht er nochmal ganz weit weg und dann kommt er nochmal mit voller Geschwindigkeit auf den, auf den Planeten zu. Ja. Ja. Ja, so viel zur Inhaltsangabe, ne? Ja. Ja, abschließend, wie fandest du den Film jetzt nochmal beim Schauen? Ich fand den sehr, sehr schön. Also schön ist jetzt irgendwie das falsche Wort. Also visuell sehr schön. Also der ist einfach mega schön anzuschauen. Natürlich, ja, fand ich sehr auch schöne Bilder. Trotz der Handkamera, aber wenn ich da an die Ouvertüre denke, das sind halt Bilder, die könntest du dir an die Wand hängen. Ja, auch in Verbindung mit der Musik natürlich von Richard Wagner. Ja. Das ist halt natürlich alles sehr schön gemacht. Das hat mich damals, ich war ja im Kino zu dem Film und schon allein der Anfang dachte ich mir, wow, das ist ein echt schöner Anfang für einen Film. So. Ja, ja. Klasse. Und auch wie dann halt Melancholie auf die Erde am Anfang da, wie man das sieht. Ich dachte mir, wow, also krass. Ja. Das sind echt geile Bilder. So. Ja. Und der ist noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal ein Film, der mit so einem riesen Budget auskommt. Ne? Also ich glaube, diese Szenen an sich wurden auch mit sehr wenigen Mitteln umgesetzt. Aber dafür sehen die wirklich sehr schön aus. Ja. Muss man echt mal sagen. Ja, und inhaltlich ist das aber ein Film, der schon sehr schwer ist. Also es ist schon kein Spaß, sich den anzuschauen. Das grad, ist ja ein Lars von Trier-Film nie. Nein. Ne? Aber gerade wenn man versucht, sich irgendwie so ein bisschen in Justine reinzuversetzen, wo man wirklich merkt, so auf der Hochzeitsfeier, das ist alles so eine Qual für sie. Und
sie strengt sich so an und sie, alles, was sie dafür bekommt, ist irgendwie, dass die Leute von ihr genervt sind, dass sie abgelehnt wird, so, also sowohl von Claire in der Situation, weil die halt auch total überfordert ist, aber auch von ihren Eltern, die halt auch beide, also die Mutter sagt ja ganz klar, geh weg und der Vater verlässt sie ja auch. Ihr Mann verlässt sie, also es ist halt alles so schmerzhaft. Aber man kann das ja auch so sehen, also diese Szenen auf der Hochzeit, wie depressive Menschen allgemein im Leben klarkommen müssen oder auch wie sie Ablehnung erfahren im Leben. Ja. Also das kann man ja so exemplarisch dafür sehen schon auf dieser Hochzeit. Ja. Dass die ja auch, also für Depressive ist es ja permanent so wie auf dieser Hochzeit. Wenn sie in der depressiven Episode sind. Ja. Dass die halt dann von ihrem Umfeld immer so, naja, hab dich mal nicht so, reiß dich jetzt mal zusammen. Und ja, diese Stigmatisierung einfach, ne? Du bist depressiv und jetzt streng dich doch mal ein bisschen an und sei doch nicht so traurig, sei doch jetzt auch mal glücklich, ne? Wo man dann denkt, ja, wäre ich gern, aber. Und das kriegst du halt sehr oft an den Kopf geworfen, da auf der Hochzeitsfeier, genau. Und sie möchte es ja ändern. Sie hat sich ja vorgenommen, das zu ändern, ne, mit der Hochzeit und auch ein normales Leben zu führen. Ja, aber es zeigt halt auch, dass die Liebe, ne, jetzt mal, also das ist kein Hochzeit Ausweg für ist. Die Liebe sinnbildlich ist, dass die halt nicht, die kann einem nicht darüber hinweghelfen. Ja. Ne, es gibt Wege, wie man Depressionen bekämpfen kann, aber Liebe ist nicht der Weg. Also das ist ja auch oft so eine Vorstellung von Menschen, dass sie sagen, naja gut, weiß ich nicht, er hat jetzt irgendwie, wenn man jetzt nicht so, das ist auch wieder klischeehaft, dass Frauen eher so denken, durch meine Liebe kann ich ihn heilen, so. Ja. Aber das ist halt einfach illusorisch, das geht nicht, so einfach ist das nicht. Ja, da muss man sich anders Hilfe suchen. Ja, genau. Ja, aber abschließend würde ich sagen, das ist schon ein ziemlich guter Film und ich finde, das ist für einen Lars von Trier-Film ein sehr leicht zugänglicher Film. Das würde ich auch sagen. Ja, ich kann ja auch nochmal ein Fazit geben. Also ich fand auch damals schon im Kino, fand ich den Film sehr beeindruckend. Auch eine sehr schöne Erzählung, weil die ja auch sehr metaphorisch, also der Film zeigt ja sehr metaphorisch dieses Krankheitsbild. Und das fand ich schon damals sehr beeindruckend, wie er das geschafft hat. Auch, dass man so als jemand, der jetzt nicht mit der Krankheit viel zu tun hat, also ich denke, da kann man schon einen guten Einblick bekommen. Über diese Krankheit. Und es ist ja auch so, Lars von Trier leidet ja selbst an Depressionen. Und ich finde, jemand, der selbst an sowas leidet, kann das wohl am besten auch irgendwie auf Film bringen. Nur der kann das eigentlich. Ja. Genau, und das hat er eigentlich auch sehr gut hinbekommen damit. Und mir gefallen auch die Bilder, auch im Zusammenhang mit der Musik. Ist sehr stimmig alles. Und ich finde auch, also Lars von Trier, das ist Lars von Triers zugänglichster Film, würde ich auch so sagen. Ja. Wenn ich da an andere Filme denke, also wie zum Beispiel Antichrist oder so, oder auch viele andere, so die halt sehr provozierend sind, das ist noch so der unprovozierendste Film. Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe jetzt auch noch nicht alle gesehen, aber Ja gut, Nymphomaniac ist nichts für Leute, die noch nie was von Fetischen gehört haben oder die halt sehr, ich sag mal, puritanisch aufgewachsen sind, die können damit wahrscheinlich nicht viel anfangen oder wenden sich angewidert ab oder so. Ja. Und sowas wie Antichrist, also Antichrist ist echt ein Film, es gehört auch mit zu einem Film, die ich nicht nochmal sehen will, weil der ist halt so heftig. Kann ich schon verstehen. Und Dancer in the Dark sowieso. Ja. Ne? Und Dancer in the Dark war sogar mein erster Lars von Trier Film und Antichrist der zweite. Und wow. Da war ich schon so, wow. Ja. Ja, aber die anderen sind jetzt auch nicht zu verachten. Also auch Breaking the Waves oder den habe ich noch nicht gesehen. Der ist halt auch hart eigentlich. Oder was gibt's da noch für welche? Ja, Nymphomaniac ist halt auch keine leichte Kost. Und Dogville, da werden natürlich Leute sagen, die nur, was weiß ich, Action-Kino gucken, was ist das denn? Ja, Dogville schon allein von der Inszenierung, dass er sehr ungewöhnlich ist, aber auch von der Story. Es ist halt auch ein sehr harter Film eigentlich, weil sich ja da auch so eine Gemeinschaft gegen eine Person richtet irgendwann. Es ist halt auch mal, Lars von Trier, das ist halt immer, seine Filme sind so Leidenswege. So, das ist halt wirklich,
die Protagonisten müssen einen Leidensweg durchgehen, der immer so kaum zu ertragen ist für den Zuschauer auch. Ja, und da wird ihm ja oft auch Frauenhass vorgeworfen. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Das auch nicht nachvollziehen. Klar, die Frauen müssen total viel leiden, aber heißt das, dass Lars von Trier Frauen hasst? Ich weiß nicht. Also gerade wenn ich da an Nymphomaniac denke, der ja doch eine sehr feministische Abschlussmessage hat. Ja. Sehe ich das nicht so richtig. Und eigentlich sind ja meist die Männer die Arschlöcher oder die einfach scheitern im Leben. Ja. So wie hier der John, der sich suizidiert, weil er einfach zu schwach ist. Ja. Ja, das sind ja eigentlich eher die Frauen, die starken Charaktere, die das halt durchhalten müssen. Ja, eben. Ja, darum kann ich das auch nicht so richtig verstehen. Ich finde es eigentlich gut, dass er oft Frauen auch in den Fokus rückt. Und dass die nicht nur so Beiwerk sind und dass da auch oftmals starke Charaktere da sind. So, hat man ja auch nicht so oft. Ne? Das stimmt. Und man könnte auch sagen, dass Melancholia den Bechdel-Test auf jeden Fall mit Bravour besteht. Ja, das auf jeden Fall. Man hat ganz oft einfach nur Konversationen zwischen Justine und Claire und da spielen Männer überhaupt keine Rolle. Also das ist das ist was von weltlich, darum geht es in diesem Film nicht. Der John ist ja eher erstmal so dieses am Anfang Beruhigende, das Rationale so ein bisschen. Ja. Aber er ist ja eigentlich im Endeffekt ist er auch nur ein Feigling, der dann einfach den einfachsten Weg nimmt. Ja. Und Michael, der ist ja sehr schnell schon weg. Wo ich auch dachte, so beim ersten Mal gucken, ernsthaft, du hältst es nicht mal mehr in der Nacht mit ihr aus. Wo ich denke, so wenn ich Michael wäre, das wäre mir schon viel zu viel Aufwand, jetzt in der Nacht noch irgendwie wegzufahren, dann würde ich doch wenigstens versuchen, die Nacht noch in dem Hotel, in dem Anwesen zu bleiben und am nächsten Tag mal so in Ruhe miteinander zu reden. Eine Lösung zu finden, irgendwie gemeinsam. Ja, aber wie gesagt, das ist ja kein realistischer Film. Ja, das ist ja eine Metapher, wie schon gesagt, und das ist alles sehr exemplarisch und auch oftmals auch plakativ dargestellt. Ja. Darum kann man da jetzt auch nicht so, also das ist dann Erbsenzählerei, wenn man das jetzt alles so kritisiert. Ich finde es trotzdem, an sich ist das Krankheitsbild da sehr gut dargestellt. Ich glaube, da können sich jetzt auch viele hineinversetzen, so auch die nicht vorher nicht mit den Krankheitsbild groß was zu tun hatten. Und ich glaube mal, Leute, die davon betroffen sind, sehen sich da vielleicht auch gut wieder. So. Ja, das kann ich leider nicht beurteilen. Also, ja, ich kann es nicht beurteilen. Ja, okay. Ja, aber vielleicht auch an unsere Zuhörer, wenn da vielleicht jemand betroffen ist, kann er ja mal ein Statement abgeben, ob dieser Film das tut oder nicht. Ja. Das würde mich auch interessieren, genau. Aber nur, wenn ihr wollt. Ne? Und ja, es reicht auch da eine private Nachricht an uns. Oder anonym auf dem Blog. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir den Teil erstmal abgehandelt, oder? Ja, ich denke schon. Gut. Dann kannst du jetzt in den wissenschaftlichen Teil übergehen. Genau, aber erst eine kleine Pause. Okay. So, mit frischem Nasenspray in der Nase. Ich hoffe, ich höre mich wieder ein bisschen klarer an. Also für mich schon. Okay, geht's jetzt los mit dem wissenschaftlichen Teil und ich möchte euch da zunächst einmal ein paar grundlegende Informationen zur Depression vermitteln. Das heißt, wie wird das überhaupt eingeordnet? Welche verschiedenen Schweregrade gibt es da? Durch welche Symptomatik zeichnet sich das aus? Und zwar ist es so, dass die Depression zu den affektiven Störungen gezählt wird. Das heißt, es betrifft Störungen der Gefühlswelt, könnte man sagen. Und generell kann man da zwei Ausprägungen unterscheiden. Zum einen die Manie, das heißt eine intensive und unrealistische, übersteigerte Gefühlswelt eben von Begeisterung und Euphorie. Und die Depression, die sich auszeichnet durch intensive Traurigkeit und emotionale Leere. Die können sich abwechseln, die können aber auch zusammen auftreten. Das heißt, es gibt auch Episoden, wo man sowohl manisch als auch depressiv ist oder eben getrennt voneinander. Das wären dann Ausprägungen der bipolaren Störung, wo man beides hat. Und es gibt eben die unipolare Störung. Das betrifft Betroffene, die eben nur die Depressionen haben oder nur depressive Episoden haben in ihrem Leben. Und da ist es auch so, sobald du in deinem Krankheitsverlauf in deiner Biografie auch nur eine einzige manische Episode hast oder eine gemischte Episode, wirst du als bipolar eingeordnet. Genau, deswegen, wenn man jetzt zu Beginn in die Therapie kommt und erstmal geguckt wird, was liegt eigentlich vor, womit haben wir es hier zu tun,
Wird auch ganz klar danach gefragt, wenn es halt offenbar in die depressive Richtung geht, ob du eben auch schon mal manische Episoden hast, weil dann musst du halt eben in die bipolare Störung eingeordnet werden. Genau, in der ICD-10, das ist die International Classification of Diseases, unterscheidet man oder wird klassifiziert nach zwei Hauptkriterien, einmal nach Schweregrad und einmal nach Verlauf oder Dauer der Episoden. Bezüglich des Schweregrades gibt es drei Einteilungen, einmal leicht, mittelgradig und schwer. Und das wird nach Anzahl der erfüllten Symptome eingeteilt. Also je mehr Symptome du erfüllst, desto schwerer oder desto höher ist dein Schweregrad der Depression. Ja, klingt logisch. Ja. Und Verlauf oder Dauerhaftigkeit, da unterscheidet man zum einen eine einzelne depressive Episode. Mhm. Das bedeutet, du hast halt einen abgeschlossenen Zeitraum, wo du depressive Symptome hast. Danach würde das aber nie wieder auftreten. Das wäre dann eine einzelne depressive Episode. Und es gibt rezidivierende oder die rezidivierende depressive Störung. Das heißt, du hast immer wieder auftretende depressive Episoden im Verlauf deines Lebens. Mhm. Es gibt dann auch noch weitere depressive Störungen abseits von der sozusagen klassischen depressiven Episode. Zum einen die Dysthymie. Das bedeutet, dass du mindestens über 2 Jahre lang andauernde depressive Verstimmungen hast, die aber nie so schwer sind, dass sie auch nur eine leichte Depression erfüllen würden. Und dann gibt es noch beispielsweise, da gibt es noch wesentlich mehr, ich greife jetzt nur mal 2 beispielsweise raus. Dann gibt es noch die zyklusassoziierte affektive Störung, das heißt, dass man, was man als PMS bezeichnet im Volksmund, die prämenstruelle dysphorische Störung, das ist also tatsächlich auch in der ICD-10 erfasst, wenn es natürlich so stark ausgeprägt ist, dass es auch den Alltag beeinträchtigt und auch Leidensdruck verursacht, sprich eine dysphorische Störung vor der Menstruation. Okay. Genau. Wenn man jetzt also wenn der Therapeut jetzt eine Diagnosestellung machen möchte, dann ist es so, dass im ICD-10 drei Hauptsymptome postuliert werden und verschiedene Nebensymptome. Und je nachdem, was jetzt davon erfüllt wird, kann man sagen, das ist eine leichte, mittelschwere oder schwere Depression. Mhm. Und um überhaupt sozusagen als depressiv eingeordnet zu werden, müssen mindestens 5 Symptome über 1 bis 2 Wochen aufgetreten sein, aber auf jeden Fall 2 der 3 Hauptsymptome, nämlich Interessenverlust und depressive Verstimmung. Das heißt, das sind die beiden, also eine von beiden muss auf jeden Fall mit dabei gewesen sein, sonst ist man nicht als depressiv einzuordnen, dann müsste man nochmal gucken, was das sonst sein könnte. Und ich möchte jetzt erstmal auf diese 3 Hauptsymptome eingehen. Das ist zum einen die depressive gedrückte Stimmung, dann der Interessenverlust und Freudlosigkeit und 3 die Antriebsverminderung und der erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkungen. Also die depressive Stimmung, die zeigt sich durch Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Das kann aber auch in Gefühllosigkeit oder Leere übergehen. Man sagt immer, keine Depression ist gleich. Also wie sich die Depression beim Einzelnen zeigt, ist immer super individuell. Ja. Na, beim einen, der eine, der ist halt wirklich total traurig, tief traurig, und der andere fühlt halt einfach überhaupt nichts mehr. Ja. Also weder Freude noch Trauer. Und das ist halt das, was von Patienten oft als besonders belastend erlebt wird. Und das ist auch das, was ich finde, ich weiß, wie du das siehst, im Film auch ziemlich gut dargestellt ist, weil gerade beispielsweise in der allerersten Szene, die wir sehen, wo Justine da steht und man ihr Gesicht sieht, man sieht halt wirklich. Ja, die sieht komplett traurig aus. Also ich finde, die sieht komplett leer aus. Also da ist wirklich. Ach so, ja, ne, ja, okay, wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse. Genau. Also absolut. Also sie hat keinen Ausdruck von Trauer in dem Sinne. Also nicht, sie heult ja nicht, sondern sie ist einfach nur leer innerlich. Mm. Also kommt es für mich rüber. Und ich glaube, dass ihr Gefühlsleben auch eher in Richtung Gefühlslosigkeit geht als in Richtung Trauer. Hm. Oder wie, was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Also das sieht man ja auch am Ende des Films dann auch sehr deutlich. Also, dass da wirklich nur noch Leere drin ist bei ihr.
Ja. 70-80% der Patienten erleben auch starke Angstgefühle und das eben meistens ohne einen konkreten Gegenstand. Hm. Also es ist eher so eine diffuse Unsicherheit und Zukunftsangst, die die Patienten haben. Ja. Und damit verbunden auch ganz stark das Gefühl, überfordert zu sein. Hm. Dann das zweite Hauptsymptom, der Interessenverlust. Das wird auch als Anhedonie bezeichnet. Und das kann sich sowohl zeigen in Bezug auf Hobbys und Freizeitaktivitäten, aber auch generell auf den Alltag. Also, dass die Leute, die betroffen sind, nicht mehr in der Lage sind, einen Haushalt zu führen, nicht mehr in der Lage sind, normale Körperpflege zu betreiben, ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Mhm. Und das ist halt auch, finde ich, das super klar rüberkommt im Film. Also wenn ich da wieder an diese Badewanne-Szene denke, wo man sieht, die ist nicht in der Lage, in die Badewanne zu steigen und das ist schon so eine unglaubliche Anstrengung. Ja, oder dass sie die Taxifahrt nicht hinbekommt, also die Fahrt zu dem Anwesen von genau. der Schwester. Ja. Dass sie da schon komplett überfordert ist, also mit einfachsten Sachen und man sieht ja auch schon, der Mann kann das ja nicht nachvollziehen. Also, ja. Und was ja für uns total einfach klingt oder erscheint, ist ja für sie einfach eine totale Hürde. Ja, oder auch ein Verlust von einem Hobby, was man sieht, ist, dass sie halt auch überredet werden muss, ausreiten zu gehen. Ja. Wo man am Anfang sieht, wo sie an diesem Anwesen ankommt, dass sie halt da sofort erstmal das Pferd begrüßen will, also dass sie offenbar sehr gerne reiten geht. Ja. Dass dann später die Claire sie aber aktiv überreden muss, komm jetzt, mach mal hier, komm, lass uns jetzt mal reiten gehen. Ja, man sieht ja auch, währenddessen sie bei Claire ist, eigentlich auch keine anderen Aktivitäten ausübt. Sie sitzt ja meistens sie sitzt dann nur da nur rum, und ja, schmeckt vor sich hin. So. Genau. Ja. Und das dritte Hauptsymptom, Energielosigkeit und Antriebsminderung, geht natürlich auch einher mit Interessenverlust. Ja. Das bezeichnet das Selbsterleben des Patienten als kaum mehr belastbar zu sein, stark erschöpft zu sein. Und es zeigt sich eben häufig dadurch, dass die Leute sich zurückziehen, oft ins Bett, also dass sie aus dem Bett nicht mehr rauskommen. Und ja, das sieht man ja im Film auch. Also, dass sie halt sehr viel Zeit im Bett erstmal verbringt, als sie da diesen absoluten Tiefpunkt dieser depressiven Episode erreicht hat. Oder? Was meinst du? Ja, das meine ich auch. Okay. Genau, das sind die drei Hauptsymptome und dann gibt es eben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zusatzsymptome. Ja. Zum einen die verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Damit verbunden sind Einschränkungen im Denkvermögen, dass die Patienten nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und auch ganz klar, was man auch oft sieht, wiederkehrende Grübeleien. Das nennt man auch Rumination, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und halt auch ganz starke Gefühle von Selbstzweifeln. Dann das zweite Zusatzsymptom, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, also massiver Selbstwertmangel, der Verlust von einer wahrgenommenen Kompetenz, also dass man das Gefühl hat, man bekommt nichts mehr auf die Reihe, sowohl in Hinsicht auf den Beruf, aber auch in sozialen Kontakten und dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie an allem schuld, an allem Negativen, was einem selbst, aber auch anderen Leuten widerfährt, ist man schuld und das kann auch die Qualität von einer wahnhaften Störung erreichen. Das nennt man auch Schuldwahn. Das ist sozusagen die krankhafte Überzeugung, irgendwie ganz schwere moralische Schuld auf sich geladen zu haben, für die man bestraft werden muss. Genau, und das, wenn man sich das so vorstellt, dann ist allein das schon, also ich stelle mir das schon unglaublich belastend vor. Ja. Einfach, dass man so die Überzeugung hat, so ich habe irgendwas ganz Schlimmes gemacht und die Welt muss mich dafür bestrafen und ich bin sowieso auch an allem schuld, was mir persönlich widerfährt, an schlimmen Sachen, aber auch was meiner Familie schlimm widerfährt. Ja, das ist ja schon ein belastendes Gefühl, wenn das wirklich so ist, wenn du wirklich an der Sache schuld bist und ja, daran nagst, aber wenn du das halt ständig ist oder genau. halt bei kleinsten Dingen, wenn das dann, wenn du das Gefühl bekommst, ich glaube, das muss ja wirklich sehr, sehr belastend sein für einen. Ja. Ja. Dann das dritte Zusatzsymptom, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven. Das heißt, dass man unrealistisch negative oder pessimistische Zukunftserwartungen hat. Ja.
Und das bezieht sich eben auch auf die Krankheitsprognose. Also, dass man auch selber der Überzeugung ist, ich werde sowieso nie wieder gesund. Und das hat auch alles hier keinen Sinn mehr. Und ich fühle mich so schlecht die ganze Zeit. Und das wird auch niemals mehr besser sein. Und ich werde auch niemals im Beruf irgendwie aufsteigen können. Ich werde niemals irgendwie eine Familie haben können. Mhm. Also, eben eine sehr, sehr negativ getönte Zukunftsperspektive. Dann, was auch viele Betroffene betrifft, das sind Suizidgedanken, Selbstverletzungen oder auch durchgeführte Suizidhandlungen. Und das ist auch das, was ich im Film halt super gut dargestellt finde, was ich auch vorhin schon erwähnt habe. Also oft besteht bei Patienten der Wunsch, möglichst schnell an einer unheilbaren Krankheit zu sterben oder an einem Unfall zu sterben. Was halt zum einen zeigt, diese Todessehnsucht, dass das Ganze doch mal endlich ein Ende hat, aber auch gleichzeitig diese Passivität, ne, dass man sich dem einfach hingibt. Also man ist nicht der Akteur, der aktiv das Leben beenden möchte, sondern man hofft darauf, dass man möglichst schnell irgendwie stirbt durch irgendwelche äußeren Umstände. Und wenn ich mir vorstelle, so einen Wunsch zu haben, das ist für mich so schlimm, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Naja, bei dir ist das ja genau umgekehrt. Also du möchtest ja nicht Nee, natürlich ja nicht. Unfall. Und deswegen frage ich mich ja, wie schlimm muss es jemandem gehen, dass so ein Wunsch entsteht? Das kann, also. Ja, ne? Normalerweise ist das die größte Angst zu sterben, so. Und dann halt das genau umgekehrt, also dass der größte Wunsch ist, dann irgendwie zu sterben. Also das, ja, muss dann, da muss schon wirklich viel passiert sein im Vorfeld, dass man sowas dann halt herbeisehnt. Genau, und da, wenn man sich das klar macht, dann sollte doch jedem klar sein, dass es nicht hilft zu sagen, jetzt stell dich doch mal an. Genau, jetzt sei mal nicht so traurig. Ja, und da komme ich auch zu einer Frage. Also früher wurde ja halt, ne, wurde es ja immer so als Melancholie abgetan, Depression. Ja, also abgetan würde ich jetzt nicht sagen, es war halt einfach der Begriff dafür. Also Melancholie, das wurde früher verwendet, sowohl für depressive Störungen, aber auch für gewisse Persönlichkeitszüge. Also wenn man eben, ne, wie man das heute eher nennt, so bist ja eher melancholisch drauf oder bist eher so der melancholische Typ. Und damals war das so, dass es auch für das Krankheitsbild Depression einfach benutzt wurde, dieser Begriff. Genau, aber wann genau sich das jetzt differenziert hat, kann ich dir auch nicht wirklich sagen. Ich schätze mal irgendwann im 20. Jahrhundert, weil ich glaube auch Freud hat noch von der Melancholie teilweise gesprochen. Gut, und wann wurde das allgemein, also das weißt du jetzt nicht, wann das so entdeckt das wurde, das Krankheitsbild. Oder wann das überhaupt wahrgenommen wurde als ein Krankheitsbild. Also es gab es ja bestimmt schon immer irgendwie. Ja, ja, klar. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Aber wie ich gerade gesagt habe, das wurde auch teilweise einfach für den Persönlichkeitszug benutzt. Das geht zurück auf diese Säftelehre. Also es gab so eine Theorie, ich kann nicht aus dem Kopf sagen, von wem das ist. Weiß nicht, hatte ich ganz früher mal in Persönlichkeitspsychologie, wo halt gesagt wurde, je nachdem, welcher Körpersaft dominant ist im Körper, daran zeigt sich, oder das macht aus, wie der Mensch auch charakterlich ist. Und ich glaube, bei Melancholie war das Gallenflüssigkeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wo halt gesagt wurde, wenn jemand melancholisch ist, dann hat er zu viel Galle in sich. Oder wenn jemand... Aber das stimmt doch nicht, oder? Das ist totaler Blödsinn. Theorie. Aber das, ne, damals musste man sich das ja irgendwie erklären. Ja, natürlich. Und da kam, also da wurde auch schon der Begriff Melancholiker benutzt, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Okay. Genau, wir waren bei Suizidgedanken. Ja. Genau, also manche Menschen haben eben diesen passiven Wunsch zu sterben, manche machen aber auch konkrete Suizidpläne. Und das ist auch manchmal verbunden mit Schuldwahn. Das heißt, der Patient ist überzeugt, nur durch seinen Tod die Familie vor dem Untergang retten zu können oder eine gewisse Schuld auszugleichen, die man auf sich geladen hat. Und was ich noch wichtig finde zu erwähnen, das wurde uns auch häufig von, also im Rahmen von Seminaren, also nochmal ganz kurz, ich bin ja nicht in der Psychotherapie tätig. Ne? Ich mache keine Therapeutenausbildung, ich bin auch nicht in der klinischen Psychologie tätig. Das heißt, das, was ich hier wiedergebe, ich habe da keine eigenen Erfahrungen mit Patienten. Aber ich kann natürlich das wiedergeben, was uns zum Beispiel in Seminaren erzählt wurde von Leuten, die halt auch in der Therapie tätig sind. Und da wurde zum Beispiel erzählt, dass Suizid
Handlungen wirklich oft begangen werden, beispielsweise, also oft bei bipolaren Patienten in einer manischen Phase, wo man erstmal denkt, also eigentlich ist das kontraintuitiv, weil man denkt, naja, ich dachte, in der manischen Phase geht es denen besonders gut, warum sollen die sich dann da umbringen? Aber das Ding ist halt, dass die da halt auch mehr übersteigerten Antrieb haben. Und das dann tatsächlich denen leichter fällt, das auch in die Tat umzusetzen. Und das muss man sich halt auch bewusst machen, weil da komme ich später bei der Pharmakotherapie nochmal hin, dass eben depressive Symptomatik, also das heißt Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Gefühllosigkeit plus gesteigerter Antrieb eine super gefährliche Kombination ist. Und würdest du eher sagen, jetzt um nochmal auf den Film zu kommen, also mit der Justine, dass die eher, wie war das mal, unipolar, ne? Also dieses nur depressiv. Genau, unipolare Störung, nur depressiv. Also, dass sie eher an einer unipolaren depressiven Störung leidet, anstatt bipolar, weil eine manische Phase hat sie ja nicht gezeigt in dem Film. Oder es fiel ihr zumindest schwer. Also, sie hat ja auch noch nicht mal auf der Hochzeit geschafft, so richtig glücklich zu sein. Nee, also ich würde schon sagen, dass sie an einer unipolaren Depression leidet. Und man darf auch, also man darf sich durch den Begriff Phase oder Episode nicht verunsichern lassen. Ich komme da, also das wollte ich eigentlich später erwähnen, aber diese Episoden, das ist jetzt nicht so, dass das ein paar Minuten sind oder ein paar Stunden, das sind Monate. Also du fühlst dich monatelang so und dann fühlst du dich wieder bei der bipolaren Störung monatelang oder wochenlang halt manisch. Okay. Aber das ist nicht so, dass man sagt, okay, heute, jetzt hat sie irgendwie gerade eine manische Phase, so wie man das im Volksmund so sagt, ne? Jetzt ist sie mal gerade eine halbe Stunde irgendwie total super gut gelaunt. Also so darf man sich das nicht vorstellen. Es sei denn, du hast halt, du bist bipolar und du hast so eine gemischte Episode, das gibt's auch, wo du beides halt zeitgleich hast, wo du zeitgleich beispielsweise eine Gefühllosigkeit hast, aber auch einen totalen Antriebsdrang. Das gibt's auch. Aber ich glaube, im Film kann man nicht sagen, dass da, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine manische Episode hat. Das ist ja echt nur eine depressive Phase. Sie versucht sich ja zu verstellen, aber das gelingt ihr ja kaum. Genau. Ja, und so richtig manisch, das ist ja, das würde ganz anders dargestellt werden. Ja, ja, definitiv. Das wäre, ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Film, wo die Manie mal dargestellt, mit Sicherheit, aber. Müsste man mal recherchieren, aber mir fällt jetzt auch keiner auf Anhieb ein. Ja. Vielleicht kennt ja von unseren Zuhörern jemand ein Beispiel. Ja, dann gerne in die Kommentare damit. Ein. Oder ja. Uns schreiben. Okay. Ein weiteres Zusatzsymptom sind Schlafstörungen. Das betrifft generell Schlaflosigkeit, aber auch Ein- oder Durchschlafstörungen. Das sieht man jetzt im Film nicht. Also sie hat einfach ein gesteigertes Schlafbedürfnis. Ja. Und dazu ein weiteres Zusatzsymptom wäre noch verminderter Appetit. Das kann aber auch in Einzelfällen ein gesteigerter Appetit sein. Also in beide Richtungen kann das gehen. Entweder man isst super wenig oder man isst super viel und damit verbunden natürlich auch Gewichtsabnahme oder Zunahme, was ja auch im Film thematisiert wird, dass sie eigentlich nicht mehr viel isst. Ja, sie hat ja keinen Geschmack mehr so richtig. Ja. Also sie hat noch nicht mal Freude am Essen. Genau. Und wenn man sich jetzt wirklich klar macht, was das für Symptome sind, wie ich gerade gesagt habe, da muss einem klar sein, dass es nicht nur eine Laune ist und nicht was Selbstgewähltes, sondern das sind wirklich Zustände, die möchte kein Mensch erfahren. Ja. Das ist super schlimm. Und ein Professor von mir hat auch mal gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das empirisch belegbar ist, aber er meinte, das sei die psychische Störung mit dem höchsten Leidensdruck. Und das, wenn man sich das so vorstellt, dann kann man sich das, glaube ich, schon echt gut vorstellen, dass das extrem belastend. Naja, ist. Das, was du halt schon beschrieben hast, klingt ja alles nicht sehr schön. Also wenn man nur an sich zweifelt, nur Trauer in sich trägt oder halt dann mal diese manische Phase, aber das tut ja auch keinem gut, dann ja, will man sich das echt nicht wünschen. Ja. Ja. Und da ist es halt wirklich nicht damit getan zu sagen, so naja, hab dich mal nicht so. Also. Ja, es ist halt nicht nur, die sind halt nicht einfach nur traurig. Ja. Deswegen ist ja auch dieser Hashtag, der oft in sozialen Netzwerken benutzt wird, um über Depressionen aufzuklären, not just sad. Ja, das also, hast du jetzt auch geschrieben, so die letzten Tage. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. So viel erstmal zu der Symptomatik. Es gibt dann noch ein paar andere Störungen, die auch in die Richtung Depressivität gehen, die aber keine affektiven Störungen sind. Da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, weil man
das, glaube ich, auch abgrenzen muss. Ja. Es gibt noch die sogenannte Anpassungsstörung. Das beschreibt psychische Reaktionen auf identifizierbare psychosoziale Belastungsfaktoren. Das heißt beispielsweise der Trauerfall, wo man eben einen geliebten Menschen verloren hat, wo man dann natürlich mit einer starken Trauerreaktion reagiert. Und das kann natürlich auch so schwerwiegend sein, dass diese psychosozialen Belastungsfaktoren und die psychische Reaktion darauf einen so starken Leidensdruck verursachen, dass es halt eine normale Trauerreaktion übersteigt. Hm. Und dann wäre das die sogenannte Anpassungsstörung. Okay. Und dann gibt es noch die postpartale Depression. Postpartal bezieht sich auf die Geburt, also die Wochenbettdepression, sagt man auch im Alltag. Und das ist eben so eine emotionale Instabilität, dass man häufig weint und gereizt ist eben nach der Geburt des Kindes. Und das tritt tatsächlich bei 50-70% der Mütter auf. Also ist was sehr, sehr stark Verbreitetes. Da habe ich sogar letztens in einem Podcast auch was darüber gehört. Ach echt? In welchem Podcast? Bei Zeitverbrechen. Da ging es um einen Fall, da hat eine Mutter auch Wochenbett-Syndrom. Depression, ja. Depression gehabt und ja, aber will ich jetzt nicht genauer beschreiben. Ja, und das ist aber was normalerweise von selbst auch wieder verschwindet. Hm. Also deswegen, das ist sowohl von dem Schweregrad als auch vom Verlauf nicht mit einer richtigen depressiven Episode zu vergleichen. Hm. Ja, wie häufig sind denn jetzt eigentlich depressive Störungen? Da gibt es natürlich einen Haufen Studien dazu und wenn man sich so Überblicksartikel anschaut, dann kommt man auf so Zahlen von 15-17% der Menschen, die in ihrem Leben irgendwann mal an depressiven Störungen erkranken. Hm. Und das ist echt nicht wenig. Ja, das ist ziemlich hoch, ja. Und dabei ist noch zu sagen, dass Frauen im Schnitt doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Hm. Und wenn man guckt, wie viele sind das jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt in Deutschland, dann könnte man über den Daumen gepeilt sagen, das betrifft ungefähr 4 Millionen Menschen. Aber du hast ja jetzt gesagt, mehr Frauen als Männer. Aber liegt das vielleicht auch daran, dass mehr Frauen, dass die Statistik sagt, mehr Frauen, weil sich Männer weniger, ich sag mal, outen, dass sie depressiv sind? Ja, das ist ein echt guter Punkt. Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall damit zu tun hängt, dass Männer sich eher nicht, also tendenziell weniger in Therapie begeben, dann natürlich auch nicht statistisch erfasst werden, aber auch, dass Männer andere Coping-Strategien haben. Bei Männern zeigt sich das oft auch im Alkoholismus. Ja. Also, dass sie nicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, sondern wahrscheinlich auch verbunden mit dem Bild, ich bin ein Mann, ich darf keine Schwäche zeigen, versuchen sich selbst zu therapieren und dann halt oft zur Flasche greifen. Ja. Genau, so viel erstmal dazu. Und um so ein bisschen jetzt den Bogen zu spannen Richtung, wie entsteht das eigentlich? Schon mal ein paar Risikofaktoren, also wo man einfach sagen kann, okay, das sind Faktoren, die offenbar ein gewisses Risiko bergen, eher an der an der Erkrankung zu leiden. Zum einen das Alter. Das Ersterkrankungsalter liegt in der Regel in der Kindheit ich habe jetzt irgendwie den Satz falsch gelesen. Also nochmal, das Ersterkrankungsalter in Kindheit und Jugend ist eher gering. Und dann steigt das Risiko hin bis ins hohe Erwachsenenalter. Also man könnte sagen, je älter, desto höher das Risiko. Okay. Ja, man erlebt ja auch dann immer mehr und hinterfragt ja auch vieles. Und ich glaube, das lässt ja auch einen eher dann so genau, man sammelt, verzweifeln oder man so. Sammelt sozusagen mehr Erfahrungen, ja, die das Fass zum Überlaufen bringen können. Ja. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, okay. Dann der Familienstand. Man konnte zeigen, dass die depressive Episode häufiger auftritt bei geschiedenen oder getrennt lebenden oder verwitweten Personen, wobei das auch geschlechtsspezifisch ist. Frauen haben tatsächlich ein höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken, wenn sie verheiratet sind. Und Männer haben ein höheres Risiko, wenn sie getrennt sind. Okay. Ja, gut, worauf ja, das kann man ja gut schlussfolgern, warum das dann so ist, ja. Kann man viel reininterpretieren, ja, auf jeden Fall.
Dann der sozioökonomische Status. Das heißt, ne, also wie viel Geld steht mir zur Verfügung, ja, in welchem Bildungsniveau gehöre ich an, wie gut ist meine Arbeit und so weiter. Also ein geringerer sozioökonomischer Status ist verbunden mit einer höheren Prävalenz. Also ne, je schlechter es mir geht, sozioökonomisch gesehen, desto höher ist das Risiko, an Depressionen zu erkranken. Ja. Wobei ungeklärt ist, ist das jetzt wirklich ein Risikofaktor, wie ich das gerade gesagt habe, oder ist das vielleicht die Konsequenz? Mhm. Ne, also sinkt mein sozioökonomischer Status nicht auch, wenn ich depressiv bin und meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ne, also da ist ungeklärt, was ist jetzt wirklich, wie ist die Kausalkette, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, man kann ja auch depressiv werden oder sein, wenn man halt auch, ich sag mal, stinkreich ist, wenn ja, es einem total gut geht. Das ist ja auch so, das hat man zum Beispiel mitbekommen, wenn dann so ein Promi gestorben ist oder sich umgebracht hat, der halt depressiv war, also wie zum Beispiel jetzt letztes Jahr Chester Bennington oder so, da gab es ja in vielen Kommentaren dann so, ja, warum hat er sich umgebracht, der war doch steinreich und hat doch eine Familie gehabt und sonst was. Was echt überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, da dachte ich mir halt auch so, ja, das hat doch überhaupt keinen Zusammenhang, also der war ja auch schon vorher depressiv, nicht erst seitdem er da so erfolgreich war. Ja. Na, also es hört ja nicht einfach auf, wenn du dann viel Geld hast. Richtig, ja. Aber das verstehen halt dann auch viele nicht. Die denken halt, wenn man Geld hat, hat man ja überhaupt keine Probleme mehr. Ja, das ist Quatsch. Ja, also das kann man halt schlecht sagen. Ja. Ist nicht immer ein Zusammenhang. Genau. Aber ein weiterer Risikofaktor sind psychosoziale Stressoren oder Lebensereignisse. Und das ist natürlich, wie man sich denken kann, besonders ausschlaggebend bei der ersten Episode. Also oft sind eben halt psychosoziale Belastungsereignisse wie der Tod eines nahen Verwandten oder Partners besonders kritisch, um eine erste Episode auszulösen. Und dann ist es halt besonders kritisch, wenn das in Verbindung mit einer chronischen Belastung passiert. Also stell dir vor, du bist chronisch gestresst, beispielsweise weil du eine prekäre finanzielle Situation hast, wo du dein Leben lang gucken musst, wie komme ich über die Runden, habe ich am Ende des Monats noch Geld und dann stirbt dir noch jemand weg. Ja. Ja. Genau, also soweit zu den Risikofaktoren. Und dann ist es natürlich so, dass die Depression oft nicht isoliert auftritt, dass sie oft auftritt mit anderen Störungen oder Erkrankungen zusammen. Ganz oft mit Angststörungen, wobei da es wohl häufig so ist, dass die Angststörung zuerst da ist und die eben einen starken Risikofaktor für eine Depression darstellt. Dann bei Substanzstörungen, sprich bei Drogenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit. Dann bei Essstörungen, also bei der Anorexie, ist also ganz viele Patienten und Patientinnen mit Anorexia nervosa haben auch gleichzeitig eine Depression. Aber es tritt auch bei körperlichen Erkrankungen oft mit auf, beispielsweise bei Diabetes oder bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson. Ich habe ja mal ein Praktikum gemacht in der Neuropsychologie, wo ich viel mit Parkinson-Patienten zu tun hatte und da gab es auch einige, denen hast du sofort angesehen, wenn die gerade eine depressive Episode hatten. Also inwiefern? Am Gesichtsausdruck. Also da war das von Justine wirklich Paradebeispiel für Depression, wo einfach im Gesicht sich nichts tut. Also und so sahen da auch die Patienten aus. Genau. Und halt auch, wenn man mit denen gesprochen hat, dass sie halt auch so eine Hoffnungslosigkeit hatten in Bezug auf ihre Situation. Parkinson ist halt eine beschissene Krankheit, weil du weißt, es wird immer schlimmer werden. Ja, und alles ist nur irgendwie eine vorübergehende Lösung. Das kann man ja auch nicht heilen, Parkinson, oder? Nee. Du kannst es lindern durch beispielsweise eine Gabe von L-Dopa, also Dopamin mehr oder weniger, aber oder durch, jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort, also durch ich komme nicht auf das richtige Wort. Ist schon gut. Ja, man kann es lindern, aber man kann es nicht heilen, genau. Ja, wie verläuft denn jetzt eigentlich die Depression typischerweise und wie ist die Prognose? Also es ist so, dass bei 70-80% der an Depressionen erkrankten Menschen die Störung rezidivierend verläuft, das heißt immer wiederkehrend. Und davon ungefähr die Hälfte hat einen chronischen Verlauf, das heißt
die Depression ist mehr oder weniger immer da und das Leben lang. Die ja. andere Hälfte hat ungefähr im Mittel 4 bis 6 Episoden, bevor es sozusagen, bevor sie symptomfrei sind. Hm. Eine einzelne Episode dauert unbehandelt ungefähr 6 bis 8 Monate, wo ich das jetzt nochmal so aufgearbeitet habe, dachte ich auch so, krass, das hatte ich nicht im Kopf, dass das so lange ist. Hm, ist schon krass, ja. Und mit Behandlung ungefähr 4 Monate. Hm. Dass diese unbehandelte Episode aber 8 Monate im Schnitt dauert, heißt aber auch im Umkehrschluss, es gibt eine Spontanremission. Das heißt, irgendwann ist halt auch wieder gut, dann hört es halt von alleine auch wieder auf. Aber es gibt dann keine, also, naja, weil du sagst, es hört dann wieder von alleine auf. Also die Episode hört auf. Aber es gibt dann keinen Anlass dazu, warum das dann aufhört. Es hört einfach auf. Es hört halt einfach auf, genau. Es gibt nicht jetzt so irgendwie ein Ereignis, was das dann. Nee, das nennt man halt Spontanremission. Es hört halt einfach spontan wieder auf, genau. Hm. Und was man auch sagen muss, dass die depressiven Patienten ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko haben. 15% der schwer Depressiven suizidieren sich und 30% versuchen es. Aber wenn man jetzt überlegt, 15% schaffen es, ihr Leben zu beenden, dann wird einem aber auch klar, dass viele, die ihr Leben beenden, nicht depressiv sind, weil 15% ist jetzt auch nicht, es ist nicht die Mehrheit, ne? Ja. Also man hat halt auch bei anderen psychischen Störungen noch ein höheres Suizidrisiko. Welche Erkrankungen? Ach ja, das wusste ich, dass die Frage jetzt kommt. Ja, das wäre mal gut zu wissen, welche Erkrankungen denn den höchsten suizidal. Ich weiß nicht, was das höchste, das müsste ich jetzt googeln, aber beispielsweise bei Borderline hast du natürlich auch ein hohes Suizidrisiko. Ja, verständlich auch irgendwie. Bei Anorexie hast du auf jeden Fall ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Ich weiß nicht, ob sich davon auch viele aktiv suizidieren oder ob die einfach aufgrund der, so dahin, dann, der gegebenen Umstände, dass sie halt verhungern, deswegen sterben oder halt an Lungenentzündung oder weil ihr Körper einfach total geschwächt ist. Genau. Was kann man jetzt sagen, was eine besonders ungünstige Prognose vorhersagt? Das ist zum einen, wenn es halt sehr früh im Leben zuerst auftritt, wenn du halt eine sehr lange Leidensgeschichte hast. Natürlich, wenn du einen hohen Schweregrad hast. Wenn du vorausgehend, also bevor die richtige manifeste depressive Episode auftritt, schon eine Dysthymie hattest, also das nennt man dann auch Double Depression. Wenn du eine familiäre Vorbelastung hast, dass halt viele Menschen in deiner Familie auch an Depressionen erkrankt sind. Und wenn du Komorbiditäten hast, das heißt, wenn du nebenher noch andere psychische Krankungen hast. Okay. Okay. Ja, das war jetzt schon mal ganz viel Information. Hast du bis hierher irgendwelche Fragen noch? Jetzt gerade nicht, aber immer so dazwischen, die ich ja so eingestreut habe. Aber ja, dann machen wir doch einfach weiter. Ja, dann einfach weiter. Dann würde ich jetzt auf die Frage eingehen, wie entsteht denn jetzt eigentlich eine Depression? Und daran angeknüpft natürlich auch die Frage, warum erkranken manche Menschen an Depressionen und andere nicht? Ja. Und es gibt zur Entstehung der Depression wirklich viele Entstehungsmodelle und Theorien und die könnte ich natürlich schon, aber möchte ich jetzt nicht alle hier erklären. Deswegen habe ich mir 2 jetzt ausgesucht, auf die ich näher eingehen möchte. Und das erste ist das Diathese-Stressmodell der Depression oder es wird auch Vulnerabilitätsstressmodell genannt und das besagt Folgendes. Zum einen, dass du eine erbliche Disposition für Depressionen mitbringen musst. Und diese erbliche Disposition, die kann, also erblich ist vielleicht, oder es kann erblich sein, es kann aber auch durch ein Trauma ausgelöst sein, dass dein Serotonin, das ist ein Neurotransmitter, und Noradrenalin, der auch, dass der Serotonin- und Noradrenalin-Stoffwechsel aufgrund von Hyperkortisolismus im Gehirn gestört ist. Das bedeutet, du hast ein chronisch erhöhtes Cortisol-Level, Cortisol ist ja ein Stresshormon, durch eben die genetische Disposition oder durch Traumata, die du erworben hast. Und dadurch kommt es zur Zellzerstörung im Hippocampus. Hippocampus ist eine Struktur tief im Gehirn drin,
wo dann eben weniger Neuronen vorhanden sind, die eben den Serotonin- und Noradrenalin-Stoffwechsel steuern. Das heißt, mit anderen Worten, um es ganz einfach auszudrücken, dein Neurotransmitterhaushalt ist schon mal von Natur aus oder durch Traumata gestört. Und das wird als wichtigste Voraussetzung für Depression angenommen. Aber das reicht noch nicht, um eine Depression auszulösen. Das determiniert aber eine gewisse Vulnerabilität, also eine gewisse Empfänglichkeit oder Empfindlichkeit für eine depressive Störung. Und die wird durch biografische Ereignisse weiter erhöht. Das heißt, du hast noch in der Biografie weitere Traumata oder halt chronische Stressoren wie die finanzielle Belastung beispielsweise, was die Cortisol-Level halt weiterhin erhöht. Ne? Du hast chronisch unter Stress sozusagen. Ja. Und diese Überempfindlichkeit der Cortisolregulation bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Und das führt dann dazu, dass schon ganz kleine Stressoren so Hormonkaskaden auslösen können. Und das blockiert dann die Informationsverarbeitung im Gehirn und auch noch weitere Gehirnfunktionen. Und die Depression wird dann ausgelöst oder man sagt auch getriggert, wenn sozusagen der Tropfen hinzukommt, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Also wenn dann noch irgendwas hinzukommt, das muss auch nichts Großartiges sein, das muss auch nichts Negatives sein, es kann auch tatsächlich was Positives sein, wo du aber einfach komplett überfordert bist oder wo dein Körper überfordert ist. Was könnten denn positive Ereignisse sein? Das kann eine Hochzeit sein, beispielsweise, die halt so starken Stress auslöst, dass du damit überfordert bist. Also weil es halt einfach so eine starke Veränderung in deinem Leben ist. Aber das kann natürlich auch der Verlust des Partners sein oder das kann auch der Verlust des Jobs sein oder was weiß ich, halt alles, was irgendwie für dich persönlich eine Überforderung darstellt, eine Überforderung für deine körperliche Stressreaktion. Also das ist eine Theorie, ne? Es gibt ja, wie gesagt, mehrere Theorien. Aber das ist, denke ich, was man sehr gut fassen kann, ne? Also dieses Fass, was irgendwann zum Überlaufen kommt, weil es sowieso schon mal kleiner ist, du hast sozusagen ein kleineres Fass durch den Hyperkortisolismus, dass du generell mit Stress nicht so gut umgehen kannst. Ja. Und dann muss natürlich auch nicht so viel passieren, dass dann sozusagen die Depression ausgelöst wird. Das leuchtet ein, ja. Ein weiteres Modell wäre das Modell der kognitiven Dysfunktionen und Schemata nach Beck. Das habe ich noch rausgesucht, weil es sozusagen komplett anders ist, weil in diesem Modell geht es allein um kognitive Schemata, um Gedanken und so weiter. Und da ist die Grundannahme, dass die Basis von depressiven Störungen dysfunktionale kognitive Schemata sind, die die Wahrnehmung und Interpretation der Realität negativ verzerren. Das bedeutet, du hast ein höheres Risiko an Depressionen zur Erkrankung, wenn du schon mal dysfunktionale Grundannahmen hast. Das wird auch negative kognitive Triade genannt, nämlich negative Überzeugungen bezüglich deiner eigenen Person, also dass du der Überzeugung bist, ich bin ein Versager, ich bin ja gar nichts wert, aber auch gegenüber der ganzen Welt, niemand liebt mich, die Welt ist schlecht und der Zukunft. Beispielsweise, ich werde immer so ein hoffnungsloser Fall bleiben, ich werde immer ein Versager bleiben. Das sind sozusagen die Grundannahmen. Dazu kommen dann noch rigide Schemata, das heißt sehr stabile Überzeugungen davon, wie das Leben verlaufen muss. Beispielsweise, ich muss mit 25 schon 3 Kinder haben und verheiratet sein, sonst habe ich mein Leben verwirkt, sonst habe ich das nicht erreicht, was ich erreichen muss. Und dazu kommen noch negative kognitive Stile. Beispielsweise ein depressiver Attributionsstil. Damit ist gemeint, Attribution bedeutet die Ursachenzuschreibung. Also was nehme ich an als Ursache für gewisse Ereignisse in meinem Leben? Und da ist sozusagen der depressive Attributionsstil, dass ich Erfolg auf Zufall oder Glück attribuiere. Also wenn ich mal Erfolg habe, da war das ja nur Zufall. Das liegt nicht an mir, dass ich hier erfolgreich bin, sondern ich habe halt Glück gehabt. Wohingegen Misserfolg immer auf die eigene Person attribuiert wird. Also ich habe jetzt Misserfolg gehabt, ich habe den Job nicht bekommen, weil ich einfach zu dumm bin. Oder ich schaffe mein Studium nicht, weil ich einfach ein Versager bin. Ich schaffe das einfach nicht. Ne? Also da liegt es wirklich nur an mir. Das ist sozusagen der depressive Attributionsstil. Und Beck sagt jetzt, diese dysfunktionalen kognitiven Schemata lösen automatische Gedanken hervor, sozusagen sogenannte kognitive Fehler. So.
Und da will ich, es sind sehr viele Fehler, die man da begehen kann oder die da eine Rolle spielen bei der Depression. Ich will da jetzt nur auf ein paar Mal eingehen. Beispielsweise Personalisierung. Das bedeutet, dass man alle negativen Ereignisse auf sich selbst attribuiert, obwohl man in Wirklichkeit nichts damit zu tun hat. Beispielsweise, mein Chef war heute schlecht gelaunt, wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Also, dass man das sofort auf sich selbst bezieht, obwohl das natürlich diverse Gründe haben kann. Ein weiterer kognitiver Fehler wäre Übergeneralisierung. Das heißt, durch das Erleben eines einzelnen negativen Erlebnisses werden auch alle anderen Ereignisse als negativ verallgemeinert. Beispielsweise, bei einer so leichten Prüfung bin ich durchgefallen, ich werde mit Sicherheit auch keine andere mehr bestehen. Also, dass man halt das viel zu weit übergeneralisiert. Ja. Oder beispielsweise auch alles oder nichts denken. Man sieht Situationen nicht mehr als Kontinuum, sondern nur in zwei Kategorien, nämlich schwarz und weiß. Beispielsweise, wenn ich meinen Mann nicht so verwöhne, wie er es verdient hat, dann bin ich eine sehr schlechte Ehefrau. Also, dass sozusagen nicht mehr differenziert wird, ich konnte meinem Mann heute nicht so begegnen, wie er es verdient hat, weil ich einfach selber einen schlechten Tag hatte. Ich kann nicht immer so gut sein. Ich kann nicht immer meinen Ansprüchen gerecht werden. So eben nicht, sondern dass man sagt, ich bin eine scheiß Ehefrau, ich krieg einfach nichts gebacken. Also das sind so kognitive Fehler, die dann begangen werden. Und das kann dann letztlich dazu führen, dass man sozusagen in so eine negative Feedback-Schleife kommt. Das heißt, wenn immer nur die Gedanken kreisen um Themen wie Hoffnungslosigkeit, Selbstkritik, Vermeidung und so weiter, dann komme ich natürlich in so eine depressive Verstimmung rein. Das heißt, das führt dann auch dazu, dass ich weniger mache. Ich habe weniger Aktivitäten in meinem Leben, weil ich mich halt diesen Gedanken hingebe. Ja. Ich habe dadurch natürlich auch weniger positive Erfahrungen, weil wenn ich nur noch zu Hause rumhänge, wie soll ich dann positive Erfahrungen machen mit anderen Menschen beispielsweise? Wenn ich weniger positive Erfahrungen mache, verliere ich auch das Selbstvertrauen, weil ich nicht mehr die Rückmeldung bekomme, dass ich irgendwie ein wertvoller Mensch bin, dass andere Leute gern Zeit mit mir verbringen. Dadurch steigt natürlich weiter die Depressivität. Ich habe noch mehr Rückzug, ich grübel noch mehr rum. Dadurch verstärken sich dann Unruhe und Angstgefühle, Konzentrationsmangel kommt auf, Schlafstörungen und so weiter. Und dadurch bekomme ich immer weniger Möglichkeiten, die Belastungen zu bewältigen. Und die führen dann irgendwann zu Resignation und ich habe keinen Ausweg mehr und ich bin mitten in einer Depression drin. Das wird auch als Depressionsspirale bezeichnet. Das wäre jetzt noch eben ein anderes Erklärungsmodell, wo gezeigt wurde, das ist auf jeden Fall so, dass Depressive mehr dysfunktionale und negative Gedanken haben, aber das Modell kann nicht erklären, sind jetzt die Gedanken Ursache oder Folgen der Depression, und das kann auch nicht erklären, warum ist dann die Depression so episodisch, warum flacht das ab, warum ist das manchmal besser. Also beide Modelle sind halt können nicht vollständig das Bild der Depression erklären. Und gibt es denn ein Modell, was das noch anders erklärt? Naja, man könnte verschiedene Modelle zusammenfassen. Das hat bestimmt auch schon mal jemand gemacht. Aber generell geht man davon aus, dass es halt eine multifaktoriell begründete Erkrankung ist, wie das halt im Grunde bei fast allen also ich weiß nicht, ob irgendeine Störung so unifaktoriell entsteht. Ich glaube, fast nicht. Also, dass halt immer verschiedene Faktoren zusammenführen müssen. Oft ist es einfach so, dass man davon ausgeht, es ist eine gewisse Vulnerabilität da, und dann kommen halt verschiedene andere Faktoren noch hinzu, die dann das auslösen. Ja. Okay. Also so viel erstmal zu der Entstehung der Depression. Und dann ist natürlich noch die große Frage, ist das denn irgendwie heilbar? Ja, das wäre auch noch eine gute Frage, die da... Genau, und da möchte ich auf einige wenige Therapieansätze noch kurz eingehen. Das wäre dann sozusagen auch der letzte Punkt des wissenschaftlichen Teils, bevor ich auf die Studie zu sprechen komme. Aber ich würde gerne auch mal eine kurze Pause machen. Ja, na klar. Okay, ja, Nase frisch geputzt, dann kann es jetzt weitergehen. Super. Therapieansätze. Da gibt es einige, zum einen die Pharmakotherapie, Psychotherapie, somatische Therapien, Selbsthilfemaßnahmen. Bei Suizidgefahr ist gegebenenfalls auch eine vollstationäre psychiatrische Behandlung notwendig. Ich will jetzt aber nur auf die Pharmakotherapie, Psychotherapie und ausgewählte somatische Therapien eingehen. Okay.
Also Pharmakotherapie, sprich Behandlung mit Pharmaka, also Antidepressiva in dem Fall, beispielsweise selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das ist so ein sehr bekanntes, oder was heißt bekannt, ne? Also nutzt man gerne, sag ich mal so. Und die sind eben dazu da, den Neurotransmitterhaushalt im Gehirn wieder zu regulieren, sodass das sozusagen wieder in Anführungsstrichen normal läuft. Mhm. Das Problem bei Psychopharmaka sind natürlich immer die Nebenwirkungen. Man hat bei Antidepressiva oft Übelkeit, Müdigkeit, Unruhe, aber auch sexuelle Funktionsstörungen. Mhm. Und das sind halt oft Sachen, mit denen man nur schwer leben kann. Und was man auch beachten muss, ist, dass diese Art von Medikamenten eine Latenzzeit haben. Das heißt, die wirken nach circa 2 bis 4 Wochen. Also man kann nicht davon ausgehen, ich habe jetzt eine Tablette genommen, dann geht es mir morgen wieder besser. Und ist aber auch schon hier 2 bis 4 Wochen, das ist schon eine krass lange Zeit. Ja, und was auch noch wichtig ist zu wissen, und darauf habe ich vorhin schon so ein bisschen angespielt. Bei einigen Antidepressiva ist es so, dass zunächst eine Antriebssteigerung auftritt, ohne dass die stimmungsaufhellende Wirkung sofort nachzieht. Also man hat halt erst eine Antriebssteigerung und die stimmungsaufhellende Wirkung kommt aber erst später. Und was hat man dann davon? Ein gesteigertes Suizidrisiko. Ne, also stell dir vor, die negative Stimmung und Gefühlsleere ist immer noch da, aber du hast halt plötzlich einen Antrieb, was zu machen. Ja. Und dann ist halt die Gefahr wirklich da, dass die Menschen sich suizidieren. Zur Wirkung und Effektivität ist zu sagen, dass Antidepressiva eigentlich fast nur bei schweren Depressionen wirksam sind. Bei leichten und mittelgradigen Depressionen wirken Antidepressiva selten besser als ein Placebo. Hm. Also man testet ja in Pharmaziestudien immer, ob das aktuelle Präparat, was man testen möchte, besser ist als ein Placebo. Es gibt auch noch Studien, wo man dann testet, ob das besser ist als das aktuell beste Präparat. Und die hat man eben oft gegen Placebo getestet. Und da sieht man bei leichten und mittelgradigen Depressionen, dass die im Grunde nur Placebo-Wirkung haben. Dann der zweite große Punkt, Psychotherapie. Da hat man gefunden, dass eindeutig und spezifisch wirksam, das heißt über die reine Patient-Therapeuten-Beziehung hinaus wirksam ist die kognitive Verhaltenstherapie. Es gibt aber auch noch andere Therapieansätze, wo einfach noch nicht genug erforscht ist, inwieweit die auch wirksam sein könnten. Das betrifft die psychoanalytischen oder tiefenpsychologischen Therapieverfahren, wo man einfach noch nicht genau weiß, sind die wirksam und wenn ja, wie. Aber bei der kognitiven Verhaltenstherapie hat man auf jeden Fall den Nachweis schon mal da. Die Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie ist besonders wirksam bei schweren Depressionen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine leichte und mittelgradige Depression habe? Da wirken ja Psychopharmaka offenbar nicht so dolle. Wie kann ich da denn noch ein bisschen mehr rangehen, um das zu verbessern? Und da gibt es somatische Therapieansätze, halt, das bezeichnet eben Therapieansätze, die den Körper mit einbeziehen, ne? Ja. Und was man wirklich sagen muss, ist, dass Bewegung und Sport da echt viel ausmachen können. Regelmäßiger Sport mit mäßiger Intensität, das heißt, man muss nicht irgendwie Hochleistungssport machen, die wirken sich bei leichten Depressionen sogar wirksamer aus als Antidepressiva. Und das besonders, wenn man das auch noch draußen macht bei Sonnenlicht, weil bei Sonnenlicht wird Vitamin D gebildet. Das ist, das kann auch dazu beitragen, dass es den Menschen wieder ein bisschen besser geht. Deswegen ist ja auch, wird manchmal auch Lichttherapie angewendet. Das heißt, man wird bestrahlt mit Licht, was sozusagen das Sonnenlicht emittieren soll und dadurch soll halt auch der Vitamin D also die Bildung von Vitamin D wieder gefördert werden. Was man aber auch gefunden hat, ist, dass Patienten, die Sport machen und gleichzeitig Antidepressiva bekommen, dass die einen schnelleren Rückfall haben. Also, dass sie schneller wieder in eine depressive Episode zurückfallen. Und zwar deswegen, weil die Antidepressiva die falsche Erfahrung vermitteln, dass die Symptome besser werden, weil ich die Tabletten nehme, aber nicht, weil ich Sport mache. Und dann hören die eben auf mit dem Sport, weil sie denken, ja gut, ich nehme jetzt die Antidepressiva, also muss ich jetzt auch keinen Sport mehr machen und so weiter. Und dann fallen sie schneller wieder zurück, weil sie die Wirkung des Sports halt unterschätzen.
Und dann gibt es noch was, das nennt sich Elektrokrampftherapie. Das wird auch oft in Filmen dargestellt, beispielsweise bei Requiem for a Dream. Das ist mir so der erste, der mir eingefallen ist. Bei der Mutter. Genau, wo man halt diese Elektroschocktherapie macht, wo die Elektrodinger, ich weiß nicht, wie man die nennt, an die Schläfen gehalten bekommen und dann wird einmal ordentlich der Strom aufgedreht und es ist alles ganz schlimm und ja. Also so ist es in der Realität natürlich nicht. Bei schweren depressiven Störungen, die auf, wenn die Patienten auf eine medikamentöse Therapie nicht anspringen, dann ist es tatsächlich sehr, sehr wirksam, diese Elektrokrampftherapie durchzuführen. Und das wird aber ganz anders durchgeführt als im Film. Das wird nämlich unter Narkose durchgeführt. Das wird natürlich auch nur mit dem Einverständnis des Patienten durchgeführt. Nicht so wie in Filmen, wo dann derjenige festgeschnallt wird am Bett und sich dagegen wehrt und so weiter. Ja, aber im Film muss es ja dramatischer sein. Natürlich. Ne? Ja. Und dann wird eben mit Hilfe von Stromimpulsen eine kurzzeitige neuronale Übererregung hervorgerufen im Gehirn, die für den Patienten auch gar nicht spürbar ist. Also der ist ja sowieso in Narkose und der bekommt davon nichts mit. Ja. Und die Wirksamkeit, die ist tatsächlich unumstritten und die ist auch empirisch sehr gut belegt. Die Frage ist, wie wirkt das jetzt? Diese Elektrokrampftherapie bewirkt, dass Nervenwachstumssubstanzen ausgeschüttet werden und dadurch die Neubildung von Nervenzellen angestoßen wird. Und außerdem werden Hirnfunktionen verringert, die mit der Depression in Zusammenhang stehen. Also das ist auch wirklich was, wo man sagen muss, mit dem heutigen Wissensstand, das ist durchaus wirksam bei sehr schweren depressiven Störungen. Okay. Genau. Das war sozusagen der Rundumschlag durch die Depression. Hast du da noch irgendwelche Fragen dazu? Nein, erstmal nicht. Okay. Ja. Gut. Ja, also es ist natürlich. Es gibt natürlich noch viel mehr darüber zu erzählen. Ja, das war jetzt wirklich so, das waren so die absoluten Basisinformationen, wo ich immer versucht habe, noch ein bisschen was drüber hinaus mitzugeben, wo ich auch selber im Studium dachte, boah, das ist echt interessant so. Ja, wir können ja eh allgemein unseren Podcast immer nur anreißen und nicht wirklich alle Aspekte hier benennen. Ja. Also nimmt es uns nicht übel, wenn wir da irgendwas vergessen haben. Ja, mein Anliegen war halt darzustellen, also mit den Vorurteilen aufzuräumen. Ja. Weil mich nervt es wirklich, halt was so gesagt wird teilweise, ne? So nach dem Motto, jetzt hab dich mal nicht so, jetzt sei doch mal glücklich, sei doch mal gefälligst glücklich. Aber es ist ja auch, naja, ich kann das schon nachvollziehen, warum man das so, warum man das oft sagt. Manchmal geht es einem selbst ja auch so, dass man so denkt, naja, warum kann der sich nicht zusammenreißen? Also ich habe mich da selbst schon öfter mal ertappt, dass ich mir auch so gedacht habe bei anderen, so die halt depressiv erkrankt sind. Also in meiner Familie gibt es halt auch ein paar Fälle. Ich will das jetzt aber nicht weiter benennen halt, ne? Aber da dachte ich mir auch oft, auch besonders so als Kind, weil ich das einfach nicht verstehen konnte, habe ich mich oft gefragt, so, naja, warum können die sich nicht zusammenreißen? Warum können die nicht einfach mal so fröhlich sein, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann. Es ist halt so schwer greifbar, diese Krankheit. Es ist ja nicht einfach nur so was äußerlich, einfach eine Wunde oder so am Körper, die halt verheilt und dann ist wieder alles gut. Es ist halt eine sehr tiefe Wunde innen drin, die halt so gut wie nie verheilt. Ja. Und genau. Und deswegen finde ich das halt auch so blöd, wenn Leute so sagen, so, oh, ich werde gleich depressiv, wenn das und das noch passiert, wo ich denke, nein, wirst du nicht. Ja, aber ich bin gerade Depri so und das ist einfach nur mal so eine kurze Phase, wo man einfach mal schlecht gelaunt ist. Ja, du bist halt traurig. Ja. Aber deswegen mein Appell ist da, halt achtsam durchs Leben zu gehen und zweimal zu überlegen, was man sagt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die darunter leiden. Ja, ist schwer zu greifen, aber man sollte da schon Verständnis zeigen. Ja. Und wenn halt einer sagt, er hat Depressionen und wenn das auch festgestellt wurde, sollte man dem auch glauben. Also nicht einfach sagen, naja, komm, reiß dich mal zusammen. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Studie. Mhm. Und die lautet heute, Me, Myself and I, Self-Referent Word Use as an Indicator of Self-Focused Attention in Relation to Depression and Anxiety. Von, ein sehr langer Titel. Ja, von Brockmeier und Kollegen. Das ist
eine Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde, unter anderem in Heidelberg, Stuttgart, Kassel, Tübingen. Also in ganz Deutschland. An der Uni Duisburg-Essen auch. Also ganz viele verschiedene Unis, die daran beteiligt waren. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, kann man diese selbstbezogene Aufmerksamkeit, die bei Depressionen auftritt, auch daran festmachen, wie oft jemand ich-bezogene Pronomen nutzt. Also was ich ja vorhin gesagt habe, es gibt kognitive Fehler bei depressiven Patienten, beispielsweise die Personalisierung. Das heißt, ich beziehe negative Ereignisse auf mich selbst. Ja. Und diese selbstbezogene Aufmerksamkeit, die man eben bei depressiven Patienten oft findet, das bezieht sich auf Grübeln über die eigenen Unzulänglichkeiten, die eben wesentlicher Bestandteil der Depression sind. Ich habe ja schon gesagt, das bezeichnet man auch als Rumination. Das bezeichnet wiederholtes, negativ getöntes Nachdenken über die eigene Person, also über die Symptome, über die Zukunft. Ich denke darüber nach, wie schlecht es mir geht und dass ich nie wieder gesund sein werde und so weiter. Und es wird jetzt angenommen, dass es zwei Subtypen der Rumination gibt. Zum einen die Reflexion, das heißt, ich denke nach mit dem Ziel, meine Symptome zu mildern. Das wäre sozusagen eine positive Version davon. Also ich denke über meine Symptome nach mit dem Hintergedanken, wie kann ich das besser machen, wie kann ich dieses Problem lösen. Und die negative Version wäre eben das Grübeln. Das ist einfach nur, ich denke wiederholt über meine Unzulänglichkeiten nach, darüber, was für ein Riesenversager ich bin, wie schlecht es mir geht, dass das Schicksal, das so schlecht mit mir meint und dass ich sowieso die Schuld an allem Schlechten in der ganzen Welt irgendwie auf meinen Schultern trage. Und besonders eben dieses Grübeln, diese negative Rumination ist mit der selbstbezogenen Aufmerksamkeit verknüpft. Selbstbezogene Aufmerksamkeit bezeichnet hier das Bewusstsein für selbstreferenzielle und internal generierte Informationen. Das heißt, ich stelle meine körperlichen und psychischen Mängel halt eben fest, weil ich meine Aufmerksamkeit dahin lenke. Und das setzt dann einen Bewertungsprozess in Gang, bei dem ich eben den aktuellen Zustand meiner Person mit einem Idealzustand vergleiche. Und natürlich, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich ein Versager bin, kommt es da zu einer negativen Diskrepanz, weil ich merke ja, ich bin irgendwie ganz weit weg von meinem Ideal. Und das erzeugt dann negativen Affekt. Diese selbstbezogene Aufmerksamkeit, die findet man aber nicht nur bei Depressionen, sondern beispielsweise auch bei Angststörungen, insbesondere bei der generalisierten Angststörung. Generalisierte Angststörung, das ist eine Störung, wo die Leute sich sehr, sehr, sehr viele Sorgen machen, die nicht bezogen sind jetzt auf, also ist es keine Phobie in dem Sinne, ich habe keine Phobie vor Schlangen oder so, sondern generalisierte Angststörung heißt, ich mache mir sehr viele Sorgen, dass mir und meinen Liebsten was Schlimmes passiert. Ja. Ich kenne da auch jemand in meinem Bekanntenkreis, die nicht deswegen in Behandlung ist, aber wo ich denke, das betrifft diese Person auf jeden Fall, wenn nicht klinisch, dann auf jeden Fall subklinisch, die halt immer nachfragt, wenn die Tochter irgendwo ist, so, ja, bist du auch gut angekommen und du hast dich jetzt 5 Minuten nicht gemeldet, ich hatte schon Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, das kann natürlich schon übersteigert dann auch eine Störung ausmachen. Und das ist eben diese generalisierte Angststörung. Da hat man eben auch diese selbstbezogene Aufmerksamkeit, gerade in Bezug auf Krankheiten, oh, ich spüre hier was, das ist bestimmt Krebs und so weiter, Ja. Und bei Essstörungen hat man das auch. Bei Essstörungen, gerade bei der Anorexie, leiden die Leute ja eben auch ganz klar darunter, dass sie ein verzerrtes Selbstbild haben, dass sie eine sehr starke Aufmerksamkeitsfokussierung auf sich selbst haben. Und das ist alles bekannt, was ich jetzt so gesagt habe, was aber bisher noch nicht geklärt ist und worum sich jetzt auch diese Studie hier dreht, ob diese selbstbezogene Aufmerksamkeit sich unterscheidet bei chronischen und nicht chronischen Depressiven. Also ist das vielleicht eine Art Marker für besonders negative Verläufe? Na, wenn jemand das sehr stark hat, zeigt das irgendwie an, dass es schwer verlaufen wird, schwerwiegend wird. Und was auch noch
ungeklärt ist, ist diese selbstbezogene Aufmerksamkeit dann immer nur negativ oder ist das nicht vielleicht auch eher von der Situation abhängig? Denn man könnte ja denken, wenn diese Aufmerksamkeit nach positiven Ereignissen auf mich selbst gelenkt wird, dann könnte doch die Wirkung auch positiv sein, ne? Hm. So, und dazu haben sie jetzt zwei Studien durchgeführt und die Methode war in beiden Studien mehr oder weniger identisch. Man hat qualitative Analysen durchgeführt von schriftlichem Material. Qualitativ heißt in dem Sinne, es wird Textmaterial ausgewertet, es ist sozusagen keine Fragebogenstudie, wo quantitativ, also zahlenmäßig ausgewertet wird, sondern qualitativ. Und da hat man eben eine linguistische Analyse gemacht als objektives Maß für die selbstbezogene Aufmerksamkeit. Man hat nämlich geguckt, wie oft benutzen die Leute Pronomen der ersten Person Singular. Also ich, mein, mich und so weiter. Und in der Studie 1 hatten sie 25 Versuchspersonen, die an Anorexia nervosa erkrankt waren, sprich an Magersucht. Und 7 davon waren auch depressiv. Und die Probanden sollten jetzt 2 Texte schreiben. Und zwar einmal sollten sie das schönste und einmal das traurigste Erlebnis des Lebens beschreiben. Oder eines der schönsten, eines der traurigsten Erlebnisse ihres Lebens sollten sie aufschreiben. Und außerdem wurde noch die depressive Symptomatik über Fragebögen erhoben und auch die Angstsymptome. Das heißt, man hat sich jetzt nicht nur Depressive rausgesucht, sondern halt Leute, die an einer anderen Erkrankung erkrankt sind und sozusagen ein breiteres Spektrum an Depressivität aufzeigten. Also wohl von gar keiner bis hin zu schwerer Depressivität. Ne? Gab es da auch in der Studie gesunde Menschen oder nur? Nee, da gab es nur Anorexie-Patienten. Okay. Und die Ergebnisse waren jetzt folgendermaßen. Die relative Häufigkeit von Pronomen der ersten Person Singular war positiv mit Depressionssymptomen korreliert. Das heißt, aber nur bei dem negativen Ereignis. Also je häufiger ich bei negativen Ereignissen Pronomen, die sich mit meiner Person beschäftigen, benutze, desto depressiver bin ich auch. Genau, was man aber auch gefunden hat, ist, dass die Häufigkeit genauso stark assoziiert ist mit der Angstsymptomatik. Also je ängstlicher ich bin, je stärker ich Angststörungssymptome habe, desto mehr mache ich das auch mit den Pronomen. Deswegen hat man schon mal gefunden, okay, das ist nicht exklusiv auf die Depressivität runterzubrechen, sondern das betrifft auch andere Störungen offenbar. Aber es scheint tatsächlich nur mit diesen negativen Events zusammenzuhängen. Denn bei positiven gab es diesen Zusammenhang nicht. Also da haben die Patienten, wenn sie über positive Ereignisse berichtet haben, offenbar weniger Pronomen, die auf die eigene Person abzielen, benutzt. Was ja sozusagen mit diesem negativen Attributionsstil auch einhergeht, ne? Dass negative Ereignisse auf mich selbst bezogen werden, aber positive nicht. So, in der zweiten Studie wollten sie dann eben noch schauen, wie sich das mit chronischer und nicht chronischer Depression verhält. Da hatten sie dann 3 Probandengruppen. 29 Personen hatten eine chronische Depression, 30 hatten eine nicht chronische Depression, das heißt, die waren, die hatten depressive Episoden in ihrem Leben, aber keinen chronischen Verlauf. Das heißt, die hatten auch symptomfreie Abschnitte dazwischen, aber die waren aktuell in einer depressiven Episode. Und sie hat noch 29 gesunde Patienten, gesunde Probanden sollte das ja heißen. Genau. Und sie sollten jetzt keine Texte schreiben, sondern die wurden interviewt bezüglich der Ereignisse und dann wurde dann hinterher wieder diese linguistische Analyse gemacht. Und da kam jetzt raus, dass die nicht chronisch Depressiven, die sich aber gegenwärtig alle in einer depressiven Episode befanden, mehr ich-bezogene Pronomen benutzten als die gesunden. Also das konnte man sozusagen mehr oder weniger replizieren. Was jetzt aber die Forscher überrascht hat, war, dass die chronisch Depressiven sich weder von den episodisch Depressiven noch von den gesunden Probanden unterschieden haben. Das heißt, die chronisch Depressiven, die waren nicht von den gesunden zu unterscheiden. Und da hat man jetzt sozusagen, und was man noch gefunden hat, je mehr Pronomen in Bezug auf negative Ereignisse, desto stärker die Depressivität, die Angstsymptome und das Grübeln. Aber nur bei gesunden Probanden. Also diese Zusammenhänge hat man bei den Depressiven überhaupt nicht gefunden. Und jetzt haben die
die Forscher da mehrere Schlussfolgerungen draus gezogen für diese etwas uneindeutigen Ergebnisse, ne? Mhm. Die haben jetzt gesagt, naja, die stärkere Nutzung von selbstbezogenen Pronomen, die scheint eben besonders bei subklinischen depressiven Symptomen eine Rolle zu spielen. Subklinisch heißt zu gering, als dass sie klinisch relevant wären, also noch nicht stark genug, um eine Diagnose zu stellen. Hm. Und deshalb könnte man das vielleicht als so eine Art Warnhinweis nutzen, also sozusagen zur Früherkennung. Ne, sobald jemand bei negativen Ereignissen sehr viel auf die eigene Person attribuiert, dann könnte man das als Warnhinweis vielleicht nutzen. Könnte man machen, ja. Und was sie eben auch gefunden haben, ist, dass die Pronomennutzung und damit eben die selbstbezogene Aufmerksamkeit nicht depressionsspezifisch ist, sondern eben auch, sich auch bei Angststörungen zeigt. Und dass man eben möglicherweise therapeutische Interventionen im Frühstadium oder bei leichten Depressionen dass die besonders wirksam sind, wenn sie an diese selbstbezogene Aufmerksamkeit ansetzen. Also dass man eben besonders bei leichten Depressionen schon darauf hinweist, pass auf, du nutzt hier sehr viel Pronomen und so weiter. Ich merke, dass du sehr viel auf deine eigene Person fokussierst. Und dass man dann sozusagen einen Perspektivenwechsel anregt und dass das möglicherweise hilfreich wirken könnte. Mhm. Genau, das war die Studie. Gut. War das einigermaßen verständlich? Ich denke schon. Okay. Also für mich schon, ich hoffe für die Hörer auch. Ja, also was ich halt interessant fand, dass man das wirklich mal versucht hat, nicht nur anhand von Fragebogen zu untersuchen, sondern wirklich mal guckt, wie drücken die sich aus. Oder durch Hirnströme oder sonst irgendwas. Genau, das könnte man auch machen, aber dass man guckt, wie drücken die sich aus. Ja, durch Pronomen, kann man das in der Sprache, reflektiert sich das in der Sprache auch? Finde ich schon erstaunlich eigentlich, also dass man dass dieser Ansatz gewählt wurde. Ja. Ja. Genau, deswegen habe ich das auch rausgesucht, weil es halt mal was anderes ist, ne? Ja. Genau. Sehr interessant, das Ganze. Gut. Dann kommen wir jetzt noch zum Wissenschaftslexikon. Ja, genau. Was hast du uns da vorzutragen? Da habe ich heute die Gütekriterien von psychologischen Testverfahren und Fragebögen mitgebracht, weil du hattest mich ja auch schon mal nach Fragebögen gefragt, wie das eigentlich so ist, ob man da nicht total schummeln kann. Ja, genau. Und, das habe ich auch schon gesagt, das ist im Grunde diese ganze Fragebogenforschung, das ist ein ganz eigener Zweig der Psychologie. Also da gibt es unfassbar viel Forschung dazu, weil sich die Forscher natürlich auch bewusst darüber sind, dass man da schummeln kann und dass die Leute auch schummeln, die tun das auch. Aber man versucht natürlich trotzdem oder gerade deswegen auch festzustellen, wie gut ein Test ist, um dann eben auch Empfehlungen auszusprechen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Test ist. Und es gibt da drei Hauptgütekriterien, auf die ich eingehen möchte, und das sind Reliabilität, Validität und Objektivität. Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit oder Messgenauigkeit eines Messinstruments, beispielsweise eines Fragebogens. Mhm. Du kannst dir vorstellen, bei physikalischen Messungen ist das irgendwie relativ unproblematisch, ne? Also das Messinstrument, sagen wir mal jetzt eine Waage oder so, ob die jetzt ein Kilo Wasser misst oder ein Kilo, was weiß ich, Mehl oder so. Du meinst einen Liter Wasser oder? Das ist jetzt. Ja, ist ja dasselbe. Das ist immer ein Kilo und das ist, also das, ein Kilo ist ein Kilo, so. Ja. Ne? Aber Menschen sind halt nicht so einfach. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Eigenschaft von Menschen messen möchten, dann haben wir halt eine unglaublich große Unsicherheit bezüglich der Messvariablen drin. Mhm. Ne? Menschen unterscheiden sich von Tag zu Tag, je nachdem, wie sie Fragebögen beantworten. Ja, ja, man muss ja schon das ganze Umfeld, also die ganzen Umstände beachten. Also wo Menschen das auch durchgeführt wird. Genau, auch, die Psyche von Menschen ist einfach nicht so einfach zu vermessen wie beispielsweise das Gewicht oder die Geschwindigkeit oder Das ist halt so komplex einfach, das ist halt kein einfacher Wert. Genau, sondern, weil einfach so viele verschiedene Variablen eine Rolle spielen. Das ist ja auch die Krux der Psychologie, ne? Ja. Da könnte ich jetzt auch wieder rumphilosophieren, aber es wird ja oft gesagt so, oder wenn man jetzt irgendwelche Studienergebnisse hat und dann kommt dann raus, ja okay, das und das ist irgendwie signifikant, ne? Das heißt also mehr oder weniger
einfach erklärt, das ist jetzt ein überzufälliger Fund, das ist nicht mehr auf den Zufall zurückzuführen, sondern das ist jetzt wirklich so. Ja. Und dann gibt es noch ein Maß, das nennt sich Effektstärke, wo du dann festlegen kannst, ist das jetzt ein großer oder ein kleiner Effekt, wie bedeutsam ist das jetzt, was wir gefunden haben hier, ne? Hat das überhaupt irgendeine praktische Relevanz? Und da hast du in der Psychologie halt oft sehr, sehr kleine Effektstärken. Und das heißt aber nicht unbedingt, oder meinem Verständnis nach zumindest, dass es jetzt irgendwie unwichtig ist, sondern es kann auch einfach heißen, dass so viele verschiedene Variablen eine Rolle spielen, dass wir halt nicht mehr aufklären können. Also, ja, das war jetzt irgendwie ziemlich abstrakt. Aber beispielsweise ich habe mal, in meiner Bachelorarbeit habe ich mich befasst mit Musikpräferenzen, ne? Also mit Musikgeschmäckern, und ich wollte halt gucken, oder ich habe mich für die Frage interessiert, haben verschiedene Persönlichkeits- oder Personenmerkmale einen Einfluss darauf, welchen Musikgeschmack ich habe, ne? Und da habe ich Intelligenz untersucht und Offenheit für Erfahrung, das ist so ein Persönlichkeitsmerkmal der Big Five, also wie offen bin ich für generell neue Erfahrungen, also bezüglich, ne, Musik beispielsweise oder kulturellen Erfahrungen, geschmacklichen Erfahrungen, wie gern teste ich neues Essen oder wie offen bin ich für Ideen, die über meinen Horizont hinausgehen und so weiter, ne? Ja. Das ist so ein grundlegendes Merkmal der Persönlichkeit. Und dann habe ich noch Need for Cognition untersucht. Das bezeichnet sozusagen die Denkfreude. Wie gern denke ich über komplizierte Probleme nach? So. Und das sind halt drei Faktoren, die ich mir rausgesucht habe. Und die habe ich untersucht in Bezug auf Musikpräferenzen. Habe geguckt, wie sind da die Zusammenhänge? Beispielsweise ist es so, dass intelligente Leute eher Klassik hören, ne? Ja. So, und da hat sich halt gezeigt, da gibt es Zusammenhänge bezüglich Intelligenz und Offenheit, Need for Cognition nicht, aber die Effektgrößen, die waren halt super klein, das hat halt echt wenig, also es gibt Zusammenhänge, aber es klärt halt super wenig auf, und das heißt halt, dass da halt noch viele andere Dinge eine Rolle spielen. Ja. Und das hast du halt in der Psychologie so gut wie immer, dass du es nie komplett aufklären kannst. Wohingegen in der Physik, wenn du jetzt, was weiß ich, einen Körper anstößt und dann misst du die Geschwindigkeit und du hast irgendwie den Impuls von einer Kraft, die hier irgendwie ausgeht, dann weißt du, okay, das liegt an diesem Impuls und an der Kraft, deswegen hat das ja, jetzt diese Geschwindigkeit. Diese Variablen bleiben ja auch immer irgendwie, also bleiben ähnlich oder gleich. Genau, also, du hast halt nur eine begrenzte Anzahl von Einflussvariablen. Ja, ja. In der Psychologie hast du wahnsinnig viele Einflussvariablen, die du auch nicht alle immer erfassen kannst, weil es einfach nicht möglich ist. Und es gibt halt keine eindeutige Sicherheit. Es gibt halt nicht dieses 100%, wo es dann immer drauf, immer zutrifft. Genau, deswegen hat man ja auch nie so die Sicherheit, wie jetzt auch hier bei der Depression, dass ich sagen kann, okay, das und das und das muss gegeben sein und du wirst depressiv. Boom. Also es ist halt immer nur, so es könnte sein. Genau, es könnte das, das Risiko erhöhen, das so. Genau. So, jetzt bin ich sehr weit abgeschwiffen. aber ich wollte halt sagen, deswegen ist es halt wichtig, die Reliabilität, sprich die Messgenauigkeit eines Testverfahrens auch irgendwie festzulegen, um sagen zu können oder sozusagen um immerhin sagen zu können, der Test ist gut und damit können wir zumindest das messen, so. Und wie misst man jetzt die Reliabilität? Also eine hohe Reliabilität hat ein Test, wenn er bei der wiederholten Messung das gleiche, zum gleichen Ergebnis kommt. Und das macht man auch genau so, man nimmt einen Test und den gibt man den gleichen Personen mehrere Male mit einem Abstand von, was weiß ich, verschiedenen Wochen, verschiedenen Monaten. Und dann guckt man, wie ist da der Zusammenhang. Ist es genau das gleiche Ergebnis oder wie stark ist der Zusammenhang? Und so kann man beispielsweise die Reliabilität messen. Und je höher der Zusammenhang, desto messgenauer ist natürlich das Instrument. Wobei man jetzt natürlich auch wieder sagen muss, naja gut, manche Variablen ändern sich ja auch über die Zeit. Ist das jetzt wirklich die Messgenauigkeit, die ich messe, oder hat sich das Merkmal nicht auch wirklich in der Person geändert? Ne? Deswegen muss man halt auch wieder abwägen, was ist das für eine Variable? Ist das irgendwie sowas wie Stimmung? Dann ist ja klar, dass das nicht das Gleiche messen kann, weil die Stimmung sich ändert. Naja, auf jeden Fall, Reliabilität ist ein wichtiges Gütekriterium. Und das zweite ist die Validität. Das ist wahrscheinlich noch das wichtigste Kriterium. Und das bezeichnet, ob der Test denn auch wirklich das misst, was der Test messen soll. Also wenn ich jetzt einen Intelligenztest habe, misst der auch wirklich Intelligenz oder misst der eigentlich, was weiß ich, Kreativität?
Und das kann man rausfinden, indem man, wenn ich jetzt ein neues Testverfahren entwickelt habe, beispielsweise Intelligenz, dann gebe ich denen verschiedenen Versuchspersonen und ich gebe denen aber gleichzeitig auch noch verschiedene andere Intelligenztests, wo ich weiß, okay, die wurden schon mal validiert, die messen Intelligenz und dann gucke ich, wie ist da der Unterschied? Misst mein Test auch Intelligenz? Misst er das Gleiche? Wie ist da der Zusammenhang? Also so kann man Validität erfassen. Und das dritte Gütekriterium wäre Objektivität. Das bezeichnet die Unabhängigkeit vom Untersucher. Das heißt, mehrere Tester sollten zu den gleichen Ergebnissen kommen. Das bezieht sich auf die Durchführung, auf die Auswertung und auf die Interpretation. Also je nachdem, wer den Test ausgibt und wer den durchführt und wer den auswertet und wer den interpretiert, sollten ja nicht unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Ne? Also wenn ich jetzt dir einen Intelligenztest gebe und du füllst ihn aus und ich werte den dann aus, sollte ich zum gleichen Ergebnis kommen, wie wenn eine Person B deinen Test auch nochmal auswertet. Genau. Und das bezeichnet man als Objektivität. Okay. Und ein Beispiel für einen Test, der sehr, sehr verbreitet ist in Filmen, der aber überall schlecht abschneidet, sowohl bei Reliabilität als auch Validität und besonders Objektivität, ist, kennst du einen psychologischen Test, der immer wieder angewendet wird in Filmen? So dieser klassische Test, dieser Pseudo... Ich komme gerade nicht drauf. Gib mir mal einen Tipp. Tintenklecks. Ah ja, okay, der Rorschach-Test. Genau. Ja. Ja, der Rorschach-Test. Das ärgert mich immer, wenn ich den irgendwo sehe, es sei denn, es ist ein historischer Film und, ne. Aber der Rorschach-Test, da weiß man A, nicht, was misst der überhaupt. Also, es ist ein projektives Testverfahren, das heißt, es wird sozusagen rein interpretiert in die Aussagen der Person über diesen Tintenklecks hinsichtlich verschiedenen Motiven, die die Person haben könnte oder Gedanken oder Überzeugung. Ja. Das heißt, man weiß nicht mal richtig, was messe ich damit überhaupt. Ja, und das frage ich mich halt auch immer in dem Film, was sie damit erreichen wollen. Also das habe ich mich schon oft gefragt. So, ja, da sagt er jetzt irgendwas halt, ne? Ja, keine Ahnung, das ist ein Typ, den ich gerade absteche oder sowas. Ja, so, ja. Weil es dann halt gerade so ein Mörder ist oder so, wo ich mir auch immer denke, ja, wow, also. Ja, also es gibt natürlich auch klarere Instruktionen zu diesem Rorschach-Test, als es in Filmen dargestellt wird. Aber ja, man weiß halt nicht, was damit überhaupt erfasst wird. Ja. Ob das jetzt, ja. Dann reliabel, wie messgenau ist dieses Messinstrument, misst der zweimal das Gleiche, wenn man den mit einer Pause dazwischen nochmal anwendet? Nein. Na, ist ja unwahrscheinlich, ja. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich eine Erinnerungsleistung, weil derjenige sich erinnert, der, okay, beim letzten Mal habe ich das erzählt, dann erzähle ich das halt jetzt nochmal. Und objektiv ist der halt überhaupt nicht, ne? Also das hängt halt unglaublich stark davon ab, wer diesen Test auswertet. Ja. Und unter welchen Bedingungen der durchgeführt wird und so weiter. Deswegen, ja, ärgert mich das immer ein bisschen, wenn ich diesen Rorschach-Test sehe in Filmen, weil ich denke, nein, das so läuft das nicht ab in der Psychologie, nicht heutzutage. Aber hast du denn eine Erklärung, warum der so oft in Filmen gezeigt wird? Na, weil es so schön plakativ ist, ne? Du kannst halt einen Tintenklecks hinzeigen und jeder weiß, okay, es geht um einen psychologischen Test. Es ist halt ein Meme sozusagen fast schon, ne? Ja, aber nicht, dass jetzt diejenigen, die sich wirklich mit projektiven Testverfahren seriöserweise befassen, davon gibt es ja auch noch mehrere, das ist nicht das einzige projektive Verfahren, was es gibt. Ich will das jetzt nicht total durch den Kakao ziehen, ich will nur sagen, ich ärgere mich, wenn das sozusagen in Filmen als einziges psychologisches Testverfahren so dargestellt wird, weil da sind wir doch wesentlich weiter heutzutage. Ja. Ja. Das war's dazu. Sehr gut. Danke. Ja, dann können wir das hier abschließen. Ja, ich habe jetzt auch erstmal keine offenen Fragen. Aber wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. Dann stellt sie uns gerne, also entweder in den Kommentaren oder ihr könnt uns einfach private Nachrichten auch schreiben. Bei Twitter oder Instagram. Ja, oder halt auch einfach anonym über unsere Blogseite. Genau. Ja.
Gut, Christiane, dann darfst du auch den unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, was wir nächste Folge besprechen werden, die schon in 2 Wochen dann wieder auf euch warten wird. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf genau gekommen bin. Ich dachte nur, ich will mal wieder was ganz anderes machen. Hm. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so anders, weil es auch wieder so in Richtung Störung geht. Und zwar möchte ich Shame besprechen von Shame ist ein Film von Steve McQueen, der jetzt auch aktuell einen Film im Kino laufen hat, nämlich Widows. Und Shame war sein 2. Spielfilm mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ja, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja, und darum wirst du vielleicht auch gerne darüber reden wollen, oder? Vielleicht. Ja. Und dabei geht's, ich habe den erst einmal gesehen und deswegen vielleicht. Es geht um Sexsucht, kann man ganz einfach sagen. Ja, geht's wirklich darum, weil ich dachte, wenn ich das jetzt so sage, vielleicht ist das überall. Naja, es geht darum, dass der Protagonist, also man sieht ihn, also das kann ich mal ganz kurz anreißen, dass er halt sehr viele Kurzbeziehungen hat so. Also er hat schon sehr viel Sex mit irgendwelchen Frauen, die er gar nicht so richtig kennt. Ja. Und dass er wirklich zwanghaft Pornokonsum hat. Und also es geht in seinem Leben hauptsächlich um Sex. Ja, das heißt, wir können mal über Sexsucht und vielleicht über Verhaltenssucht im Allgemeinen sprechen. Ja. Und dazu noch einen guten Film angucken, weil ich wollte ihn auch unbedingt mal wieder sehen. Hm. Ich war also da etwas egoistisch. Ich mochte den damals sehr, den Film. Also der ist sehr gut inszeniert und ja, und Michael Fassbender ist auch einfach großartig in dem Film. Hm. Ja, der bringt das sehr gut rüber. Ja. Ja, genau. Darum wird es gehen und ich freue mich schon drauf. Hm, ich mich auch und eigentlich, ja, wie bei fast jeder Folge. Ja. Ja, eigentlich freue ich mich auf jede Folge, kann ich sagen. Ja, das ist doch schön. Du denn auch, Christiane? Ja. Gut. Ja, dann freut euch auch mit uns auf die nächste Folge. Und wir sagen dann einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.